to burst. Sometimes it hurts. Hallo und guten Abend zur Unvernunft live am Donnerstagabend. Herzlich willkommen in gewohnt dystopischen Zeiten zur Live-Sendung Nummer 109. Und ja, das hier heute ist eine Live-Spezial, denn ja, was ist erstmal wie üblich? Es gibt einen Chat, hallo, schön, dass ihr da seid, Menschen im Livestream. Es wird heute eine Schätzfrage geben, der Tonmeister ist anwesend und selbstverständlich das Podcast-Subi. Ja, aber was machen wir thematisch? Ich glaube, ihr wisst es alle, ich habe es ordentlich angekündigt. Wir machen heute Schmerzblatt, Dating-Spezial, Unvernunft live, heißt, ja, normalerweise darf hier nicht geflirtet und gebaggert werden, außer bei Schmerzblatt. Und heute dürfen hier Menschen anrufen und sagen, hey, ich möchte gern Menschen kennenlernen. Und dann werden wir uns hier darum kümmern. So, das ist so ein relativ kompliziertes Format. Die letzten Male war das super improvisiert und deshalb gibt es heute eine kleine Bedienungsanleitung dazu. Die ist nämlich auch wirklich dringend nötig. Und dann schauen wir mal, wie das klappt. Okay, also erstmal, was ist Schmerzblatt? Wozu ist das da? Ganz einfach, das ist zur Partnersuche, zur SpielpartnerInnensuche und das ist aber auch, um Menschen zu finden, die einem vielleicht was beibringen. Ihr sucht jemanden, der euch Nadelspiele beibringen kann? Okay, hier könnt ihr danach fragen. Oder ihr sucht einfach Menschen zum Austausch. Ihr seid umgezogen, seid in einer neuen Stadt und sucht Stammtische oder Gruppen oder Leute, mit denen man was machen kann. Auch das geht. Auch das, dafür ist das heute Abend da. Das heißt, wenn ihr irgendwie ja BDSM-ig, kinky drauf seid und seid damit irgendwie allein, dann ist heute der richtige Anlass, sich hier zu melden. Und dann plaudern wir ganz gewöhnlich, ein kleines Gespräch, ich stelle ein paar Fragen. Und ja, ausnahmsweise darf ich heute auch alle fragen, wie alt bist du denn? Da muss jetzt keine exakte Antwort kommen, aber es wäre, glaube ich, schon nicht unwichtig. Und frag so ein paar Daten einfach ab und wir unterhalten uns. Das werden relativ kurze Gespräche werden. So, es ist jetzt der nächste Morgen. Ich schneide die Folge gerade und melde mich mal aus der Produktion, denn die Betriebsanleitung Schmerzblatt für Gäste, die braucht ihr gar nicht, wenn ihr das hier im Podcast-Feed hört. Ihr braucht die Betriebsanleitung, wie kann ich mit den Menschen, die angerufen haben, reden? Und die bekommt ihr jetzt. Es funktioniert ganz einfach. Ihr findet in den Shownotes zu jedem Gast, jeder Gästin einen Link. Den könnt ihr anklicken und gelangt so auf das Gästeprofil. Wenn euer Player euch diesen Link nicht zeigen will, kein Problem. Auf kunstderunvernunft.de klickt ihr die Folge an und findet da die Shownotes und kommt so ebenfalls zum Profil. Da können die Gästinnen aus der Sendung einen kleinen Text hinterlassen. Sie können Profile bei externen Anbietern wie FetLife, Joy und Co. hinterlegen. Und es gibt noch eine direkte Kontaktfunktion. Da geht dann so ein kleines Fensterchen auf, ihr könnt eine Nachricht schreiben und dann wird das dem Gast zugesendet und der kann wiederum antworten und das Ganze ohne, dass persönliche Daten wie zum Beispiel eine E-Mail-Adresse ausgetauscht wird. Also das könnt ihr gerne nutzen, so viel ihr möchtet, wird jetzt auch der Standard in der Kunst und Vernunft. Okay, das war die Bedienungsanleitung. Eine Sache ist noch wichtig, nämlich ein kleiner Sicherheitshinweis. Neue Menschen treffen macht Spaß. Sogar richtig Spaß. Und gerade im BDSM sind die Emotionen manchmal besonders gespannt und man ist ungeduldig und es überkommt einen. Aber achtet bitte auf eure Sicherheit. Nutzt Techniken, also lasst euch covern, nutzt öffentliche Orte wie Stammtische, Cafés und Co. und hört ganz wichtig auf euer Bauchgefühl. Allein diese Maßnahmen zu haben, gibt euch auch ein bisschen extra Sicherheit und das macht auch ein Treffen ein bisschen entspannter, wenn ihr wisst, ich bin safe und dann könnt ihr euch auf euer Gegenüber konzentrieren und einfach einen schönen Abend haben. Und jetzt wieder zurück in die Sendung. Ihr könnt anrufen, es geht jetzt los. Die Nummer ist die 05101 9118952 und für gewöhnlich poste ich die auch in den Chat rein. Genau das mache ich jetzt auch. Klick. Und jetzt klingelt es hier tatsächlich. Ich gehe mal ran. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich? Hallo Sebastian. Der Robert ist mal wieder dran. Der Robert. Hallo Robert. Und du suchst? Ja, genau. Ja, dann wollen wir mal gucken, was wir da machen können. Ja, suchst du Menschen oder Events? Menschen. Okay, also, dann lasse ich dich einfach mal quatschen, wobei nein, erstmal mag ich ein paar Sachen noch abfragen. Ich habe hier ja meine Liste, ne? Das muss ja alles hier vorschriftsgemäß laufen. Also Robert ist schon mal gut. Aus welcher Region kommst du? Brandenburg, Cottbus, also südliches Brandenburg. Und wie alt bist du? 36 Jahre. Okay, so, dann haben wir schon mal die schlimmsten Metadaten hiermit abgehakt.
Du suchst Menschen, also eine Partnerin, vermute ich jetzt einfach mal. Genau. Ja, dann wollen wir mal ein bisschen was über dich erzählen. Ja, du bist kinky. Magst du es ein bisschen beschreiben? Kinky, ja. Hab eine Vorliebe für Latex. Bin halt gern auf beiden Seiten unterwegs. Also quasi sowohl als Sub als auch als Top unterwegs. Habe erste Erfahrungen als Sub, also ja, also unten spielend machen können. Ich habe auch erste Erfahrungen mittlerweile als oben spielend machen können. Würde das gerne auch weiter ausbauen nach Möglichkeit und mich weiter dort entwickeln und ja, mehr Erfahrungen sammeln. Meine Grenzen erweitern oder finden, wie auch immer man das nennen möchte. Okay, und du suchst eine feste Partnerin? Oder eine Spielpartnerin? Oder ist das egal? Nach Möglichkeit eine feste Partnerin, kann aber auch eine Spielpartnerin sein oder mehrere Partnerinnen, kommt halt drauf an. Okay, ja, das klingt ja schon mal ganz gut. Jetzt ist natürlich, haben wir ein bisschen was über dich erfahren. Die Frage ist natürlich, wie sollte dein Gegenüber sein? Also wenn du switchst, dann muss sie auch zwingend switch sein? Wäre schön, ist glaube ich, ja, wahrscheinlich eher schwierig, was zu finden, Passendes zu finden in der Regel, aber ja, also Switch oder kann auch Top sein, also ja, Top sein oder auch Sub. Also es kommt einfach auf den Menschen an und dann genau. Schaut ihr, wie es passt. Das klingt ja machbar, wobei bei dir in der Gegend, da wohnen nicht so viele Menschen, ne? Das ist relativ ländlich, ne? Ja, also Cottbus ist zwar die größte Stadt in Südbrandenburg, aber liegt halt auf dem halben Weg zwischen Berlin und Dresden. Okay, und da bist du auch mobil? Ja, also Berlin bin ich häufig unterwegs. So Berlin, Dresden, Leipzig, so die Umgebung, also die Drehe, ja, ist so, wo ich sage, okay. Wobei ich halt auch dazu sagen musste, ich hatte halt auch im letzten Jahr eine 5-monatige Fernbeziehung, kann man sagen. Also einmal eine ganze Republik dazwischen. Ja. Das hast du gesagt, okay, Latex-Fetisch. Mhm. Da muss ich ja immer unterscheiden. Ist das ein Fetisch an dir, an ihr oder an euch beiden? Also beide. Das ist also, am besten ist es, wenn beide Latex tragen und vielleicht noch draußen rumrennen. Ja, wäre schon schön. Ich sag mal so, wäre schon schön, wenn sie halt Interesse dran hat. Vielleicht auch ja, Interesse, das zu entdecken, wie auch immer man es nennen möchte. Gibt es noch so Sachen, wo du sagst, ah, das wäre mal ganz spannend, das würdest du vielleicht auch gerne mit jemandem zusammen entdecken, was du noch nicht kennst? Ja, also ich habe halt festgestellt, dass ich halt Spanking mag, was ich halt gerne ausbauen würde ausbauen, ausprobieren, ist halt auch Fesseln mit Seilen und so. Okay, also eigentlich suchst du eine Person, mit der du das alles nochmal ein bisschen entdecken kannst, aber wenn ihr mit Latex schon mal anfangt, dann habt ihr eine gute Basis. Genau. Okay. Also wie gesagt, also ich bin da halt auch wirklich breit also neugierig, sagen wir es mal so, würde halt gerne alles ausprobieren und schauen, was mir davon gefällt und was mir vielleicht nicht gefällt und also ich bin da der Meinung halt, man muss es halt erstmal ausprobiert haben, um zu wissen oder zu ob es einem gefällt oder nicht gefällt, wo halt seine Grenzen sind. Robert, das finde ich ist eine super Einstellung, ausprobieren und das ist natürlich allein tatsächlich ein bisschen schwierig, deshalb sage ich jetzt dem Publikum, ihr seht jetzt schon so einen Button, Robert, unter dem Chat, den könnt ihr jetzt schon anklicken, den solltet ihr nutzen und Robert, also ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass sich hier zumindest ein Erstkontakt ergibt, dass Menschen dich vielleicht anschreiben. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und drück die Daumen. Mach's gut. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Okay, das war Robert. Und weil es hier ganz viel und fies klingelt, gehe ich doch einfach mal ans Telefon. Dann gucken wir mal, was passiert. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich? Moin, hier ist Spike Spiegel. Ich war vor längerer Zeit schon mal zu hören, allerdings in deutlich schlechterer Audioqualität. Ich hoffe, ich übersteuere jetzt nicht. Alles gut, alles fein. Ich kann dich sehr, sehr gut verstehen und wir kriegen das alles hin. Hallo Spike Spiegel. Ah, du suchst auch jemanden. Ja, ich habe mir gedacht, nach längerer Zeit rufe ich mal wieder an. Einmal war ich ja schon mal als Joker bei dir zu hören, um quasi die Sendung anzufangen. Ja, das hast du sehr gut gemacht. Da erinnere ich mich noch dran und
Ja, und heute ist aber die Gelegenheit, um zu suchen. Suchst du Menschen oder suchst du Locations, Stammtische? Ja, also womit kann ich dienen? Sowohl als auch. Also Stammtische wären halt interessant, weil hier im ländlichen OWL ist nicht allzu viel. Da sind größere Städte dann doch ein wenig von Vorteil. Was ist denn OWL? Die Ecke Paderborn. Die Ecke Paderborn, naja, ein bisschen belebt ist das ja. Okay, also suchst einfach Kontakt zu kinky Menschen? Einerseits das, andererseits, je nachdem, was sich ergibt, würde ich dann sehen. Okay, machen wir mal ganz klar, also eine Partnerin wäre auch schön. Ja, durchaus. Okay, dann wollen wir mal gucken, dass wir die Person vielleicht mit ein paar Daten von dir versorgen. Also Spike Spiegel ist der Name. Ich weiß inzwischen, beim letzten Mal wusste ich das noch nicht, inzwischen habe ich die Serie gesehen und weiß, worauf das Bezug hat. Darf ich fragen, wie alt? Oh, sehr schön. Aber wir wollen ja nicht ablenken. Also Geschmack, was auf jeden Fall Kunstfiguren angeht, hast du. Und jetzt lass mich aber mal ein paar Metadaten abfragen. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin mittlerweile 37. 37, okay. Und ja, du suchst eine Frau, habe ich jetzt einfach mal keck vermutet. Das stimmt wohl auch. So, und du machst BDSM? Ja, nicht so in dem ausgefallenen Sinne, dass es komplett ein großes Spektrum perfekt abdeckt oder sowas. Ich bin immer noch jemand, der gerne in alle möglichen Ecken und Enden mal einen Blick riskiert und auch mal schaut, was gefällt nicht. Da hat der Vorredner gerade eben schon sehr gut zusammengefasst. Man muss irgendwas mal gesehen oder erlebt haben, um es zu beurteilen. Ja, okay. Und aber wo würdest du sagen, das ist so dein Kink? Das ist so die Art von BDSM, wo es dich hinzieht? RDS oder doch eher so ein bisschen rough mit Spanking oder Bondage? Da würde ich eher wahrscheinlich zum DS tendieren, obwohl ich mich eher mit dem Begriff eher so top bezeichnen würde, nicht als klassischer Dom. Also schon oben spielend, aber halt nicht dieses, diese harte Führung, wie das irgendwo dann gerne mal gesehen wird, sondern eher das, wie nennt sich das, die Autorität oder die Verantwortungsperson. Hast du schon Erfahrung? Bisher nicht allzu viel, aber das ein oder andere Mal konnte ich schon gut reinschnuppern und gute Eindrücke bekommen. In der Corona-Zeit war natürlich nahezu gar nichts möglich. Ja, das stimmt wohl, aber die ist ja zum Glück ein bisschen rum und ja, wir können wieder rausgehen und schöne Dinge miteinander machen. Das ist schon mal gut. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte jetzt hier die Unvernunft-Wundermaschine und könnte dir deine Partnerin backen. Was würdest du mir sagen, was ich da tun soll? Also wonach wäre dir? Durchaus ein wenig nerdig, würde ich sagen. Offen für verschiedenste Musikrichtungen. Vom Humor her auch ruhig irgendwo im Bereich nerdig angesiedelt. Und auf jeden Fall einen guten oder flachen Wortwitz so zwischendurch, der sollte dann halt auch schon mal problemlos möglich sein, ohne dass es dann gleich wieder irgendwelche Spezialisierungen oder Probleme an irgendeinem Wortwitz sind. Was meinst du denn mit nerdig? Nerdig, wie kann man das mal beschreiben? Sowohl ein Verständnis so für Technik als auch für Science Fiction so ein bisschen in der Richtung. Also gut wird es zum Beispiel zusammenpassen, wenn diese Richtung Roleplay oder sowas dann auch noch mit dort dazukommen würde. Oh ja, also da habe ich schon öfter von Menschen gehört, dass gerade in dem Bereich, fällt es manchmal ein bisschen schwer, sich zu finden. Das Luna schreibt schon, mehr Nerds, Herzchen. Also, du hast ja natürlich im Bereich BDSM den großen Vorteil, da rennen, ich behaupte mal, überproportional viele nerdige Menschen herum, wobei, und Nerd würde ich inzwischen als Qualitätsmerkmal auch tatsächlich sehen. Pass auf, dann versuche ich mal das Publikum ein bisschen anzusprechen. Also ihr Lieben, wenn ihr Spike Spiegel ansprechen möchtet, Mitte 30, Ostwestfalen,
ein bisschen nerdig seid vielleicht und einfach ein bisschen probieren möchtet und machen möchtet, dann einfach anschreiben. Das geht über die Shownotes, über die Webseite jetzt gerade, während ihr live zuhört. Ansonsten, wie gesagt, Shownotes einfach mal anklicken und dann wird das funktionieren. Ja, können wir noch irgendwas hinzufügen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das würde ich wirklich gern nochmal antesten? Das wäre nochmal was, wo dir vielleicht auch dein Gegenüber was beibringen könnte? Ja, also das Fesseln zum Beispiel finde ich faszinierend. Ja. Bin aber unglaublich unbegabt da drin, ähnlich unbegabt wie im Spielen eines Instrumentes. ja. Okay, also pass auf, da sitzen wir beide ja in einem Boot. Ich kann ja sagen, daran wird es in der Regel nicht scheitern. Das Podcast, so wie hat mich hoffentlich auch ohne meine Seilkünste lieb. Jetzt müsste sie mal nicken. Ja, sie nickt. Okay, sehr gut. Also daran wird es nicht scheitern. Aber die Menschen, die mir das ganz gelegentlich beibringen wollen, meldet euch doch mal bei Spike und dann der möchte da auf jeden Fall auch gern mehr erfahren. Okay, dann verabschiede ich mich ganz herzlich von dir. Du bleibst noch kurz in der Leitung und ja, ich drücke dir die Daumen, das Podcast sowie auch. Und dann schauen wir mal, ob wir da einen Kontakt für dich vermitteln können. Ja, danke. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Das hat ja schon mal ganz gut funktioniert bis hierher. Das klingelt schon wieder. Ich werde jetzt aber trotzdem mal einmal ganz kurz durchschnaufen und mal einen Schluck von meinem Getränk trinken. In das Podcast, Tobi hat mir hier einen Gin Tonic gebracht. Das könnte eine etwas längere Live-Sendung werden, denn es klingelt hier tatsächlich. Ich brauche nur ganz kurz einen Moment, bevor es hier weitergeht. Ich habe ja auch noch ein paar Einspieler für euch mitgebracht. Also ich sag's mal so, nach dem nächsten Anrufer, der nächsten Anruferin, werde ich hier definitiv mal etwas einspielen. Dann habe ich ja auch noch eine Person, die soll ich anrufen. Das bekomme ich auch hin. Wir schauen mal. Ich habe übrigens heute die Podcast-Einweihung des neuen Podcast-Büro-Aufnahmeraums und ist ganz schön geworden. Und ich hoffe, das Echo ist auch nicht mehr zu viel. Hier kleben so viele Tonabsorber an den Wänden, wie es nur geht. Und die fallen auch gelegentlich runter. Und jetzt habe ich mal Luft geholt. Und würde sagen, dass ich jetzt einfach mal sage, die Leitung ist wieder offen. Ihr könnt wieder anrufen. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. So, jetzt muss ich auch mal die Leitung hier sauber machen. Und da klingelt es. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich? Hallo, ich bin Jakob. Hallo Jakob, schön, dass du anrufst. Ah, und du suchst eine Person. Genau, eine Person, Spielpartnerin für was aus der Nähe. Ich komme aus der Region Baden-Württemberg, so Ecke Heidelberg, Mannheim noch ist in der Nähe. Genau. Okay, ja, dann frage ich mal so ein paar Sachen ab. Du hast noch nicht verraten, wie alt du bist. Ich bin 23 Jahre alt. Okay, und eher Top, eher Sub-Switch? Ich bin die letzten 9 Jahre als Top unterwegs gewesen, habe daran auch nicht vorher wirklich was zu ändern. Würde, glaube ich, auch sagen, eher Richtung Dom und Sadist. Auch wenn ich jetzt letztes Mal auf einer Party mich abhauen lassen mit einer Bullwhip und gemerkt habe, das ist nicht komplett scheiße. Okay, das ist auch schon mal schön, wenn du sagst, komm, ich mag auch Dinge ausprobieren, das könnte spannend sein. Genau. Also genau, so viel Flexibilität ist also da, wenn es sein muss. Das ist der Punkt, genau. Ich bin verheiratet, das ist vielleicht mal was Neues heute, mit meiner Sub seit, lass mich nicht lügen, 3 Jahren. 3 Jahren. Ja. Wir wohnen aber auseinander und deswegen haben wir uns für eine offene Beziehung entschieden und suchen halt auch nach Spielpartnern. Okay, dann darf ich mal reinfragen. Also da gibt's, also deine Frau gibt es, aber da gibt es momentan nicht noch eine Person. Genau. Okay, und diese schwere Lücke muss gefüllt werden. Genau, es ist halt auch so, ich bin sehr viel sadistischer als meine Frau Maso und in die Richtung möchte ich mich auch mal ein bisschen mehr ausprobieren. Du suchst eine Spielpartnerin oder ist das eher so eine Zweitbeziehung? Spielpartnerin. Also ich habe kein Problem, wenn da eine sehr enge Freundschaft auch draus wird, aber meine Frau ist meine Hauptbeziehung, daran wird sich nichts ändern. Okay, aber das sind ja klare Regeln, genau. Damit kann man, ich sag mal, arbeiten und ja, wenn man masochistisch ist und mag einfach mal ausprobieren und wenn du schon bereit bist, einen Bullwhip auf dir zu spüren, gehe ich mal davon aus, du hast auch schon einen in der Hand gehalten. Ich habe auch schon einen in der Hand gehabt.
Okay. Bist du da so talentiert wie ich? Also eher weniger? Wobei, das stimmt gar nicht. Ich glaube, ich treffe inzwischen meistens. Also ich durfte einmal auf einer Party ausprobieren und nach den ersten zwei Probeschlägen hat sie dann keine Panik mehr gehabt. Also das war jemand, der Ahnung davon hatte und mich dann mal rumprobieren lassen hat. Aber fand ich ziemlich cool. Die 300 Euro für eine Bullwhip möchte ich aber nicht in die Hand nehmen, wenn nicht jemand da ist, der sagt, hey, da hätte ich richtig Bock drauf. Okay, also die Bullwhip fehlt noch. Die könnte ja die Person dann einfach mitbringen. Da ist das vertraute Spielzeug da. Da wäre ich offen für. Okay, jetzt ist natürlich so, ja, okay, du kriegst dann eine Sub, die ist dann masochistisch, die kannst du verhauen. Was bietest du denn? Ich habe früh angefangen. Ich habe mit 14 entdeckt, dass ich so eine Neigung habe. Ab 17 das dann ganz real umgesetzt. Ich bin gerade jetzt seit letztem Jahr sehr viel unterwegs mit neuen Sachen ausprobieren. Bondage habe ich früher zum Beispiel komplett weggelassen. Wir waren auf der, wie hieß die nochmal, in Karlsruhe die Messe. Da waren wir unterwegs, haben da Hypnose für uns mitentdeckt. Ich war neulich bei Kinky Explorer zu einem Fireplay-Workshop. Also ich probiere mich auch weiter selbst aus. Ich bin ziemlich offen, was so neue Sachen angeht. Schlagfertig, sarkastisch. Weil gerade wenn da noch eine Hauptbeziehung ist, wie oft hättest du denn Zeit? Wir wohnen auseinander, daher Also eher so, kann ja sein, wenn deine Frau jedes Wochenende da ist, dann fallen die zum Beispiel weg. Wir sehen uns im Schnitt alle 3 Wochen. Also einmal im Monat wäre so das, was ich mir mindestens wünschen würde. Zweimal im Monat kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay, gut. So, habe ich was vergessen, was du unbedingt erzählen musst noch? Ich könnte natürlich noch die Stereotypen hier befeuern. Ex-Psychologe und jetzt in die IT gewechselt. Aber nee, also wenn du nichts Konkretes wissen willst, hätte ich nichts, was ich noch unter die Leute bringen müsste. Über Ex-Psychologe werden wir uns ein andern Mal unterhalten, glaube ich. Ja, ich hatte dir, glaube ich, auch mal ein Angebot gemacht, dass wir einen Talk haben. Ja, ach, ich bin mit meinem Postfach gerade heillos. Das sieht sehr schlimm aus, das Postfach. Ja. Aber es geht nichts verloren. Es dauert nur manchmal ein halbes Jahr, bis ich antworte. Nein, so schlimm ist es hoffentlich nicht, aber es ist grausig. Das letzte Mal habe ich dir von dem Jahr geschrieben. Okay, ja, um Himmels Willen. Nee, ja, ihr Lieben, im Zweifel ist das nie böse gemeint. Einfach nochmal hinterher schreiben, dann wird das schon. Ja, so ein Podcast ist manchmal kompliziert. So, aber heute suchst du. Und ich kann mir vorstellen, das funktioniert. Die Menschen werden dich anschreiben können. Die können jetzt einfach in die Shownotes reingucken. Da werden sie dich finden unter Jakob. So haben wir dich jetzt hier registriert. Danke. Und das ist einfach ein Erstkontakt. Und dann könnt ihr euch da gegenseitig absprechen. Und mich würde es natürlich auch interessieren, wenn dabei was rauskommt, hätte ich natürlich auch gern so ein kleines Feedback, wo du dann sagst, ja, hat geklappt, hat nicht geklappt, da kam nichts oder was auch immer. Und vor allem auch die Menschen, die heute Abend hier mitmachen, die können sich ja auch mit dir auch verbandeln. Manchmal muss man es ja nur einfach wissen, dass man eventuell zusammenpassen könnte. Okay, alles klar. Das heißt, ich drücke die Daumen und wünsche dir ganz viele schöne Nachrichten. Und bis es soweit ist, bis zum Feedback, sage ich mal. Mach's gut, tschüss. Bis dahin. So, und da bin ich schon wieder, da sind wir schon wieder und es geht weiter und ich glaube, es ist mal Zeit für einen Einspieler, denn wozu haben wir die denn, ne? Womit fange ich denn mal an? Ich glaube, ich beginne mit dem Einspieler von Shavat und der hat mir nämlich eine wunderbare Sprachnachricht geschickt und ich glaube, die solltet ihr hören. Moin, ich bin Shavat. Ich bin auf der Suche nach Menschen, die sich mit mir offen, neugierig und wertfrei über kinky Themen austauschen wollen. Ich habe schon in der Vergangenheit so 1 bis 3 Stammtische bei mir in der Gegend besucht und lese auch grundsätzlich die Telegram-Gruppen mehr oder weniger aufmerksam mit. Ich habe leider sehr schlechte Erfahrungen gemacht aus größeren Menschengruppen heraus, aus der Nicht-Kinky-Welt und daher neige ich größere Ansammlung von Menschen leider so ein bisschen. Das führt auch dazu, dass ich mich sowohl online wie offline in größeren Gruppen halt nicht wirklich wohlfühle. Daher ist es auch so, dass mir Kontaktaufnahme und die Kommunikation mit fremden Menschen mir relativ schwer fällt. Ich habe halt immer das Gefühl, dass ich freier und offener sprechen kann, wenn mir nicht gerade 20 Leute über die Schulter schauen.
Ich selber, ich nehme mich grundsätzlich als sehr offenen Menschen wahr und finde, dass Toleranz und Wertschätzung eigentlich immer Bestandteil einer guten Unterhaltung sein sollten. Dass das leider nicht immer der Fall ist, das habe ich leider schon erfahren dürfen. Ich selbst sehe mich zurzeit eher als BDSM-Theoretiker, der so seine ersten Erfahrungen innerhalb seiner Beziehung sammelt. Deswegen bin ich hier auch definitiv nicht auf der Suche nach Menschen, mit denen ich BDSM direkt ausleben kann, sondern ich suche vielmehr BDSM-affine Menschen, die ebenfalls an einem freien und offenen Austausch im direkten Gespräch interessiert sind. Dabei ist mir die Orientierung und Einordnung der Leute so ziemlich schnuppe. Solange Toleranz und Wertschätzung das Gespräch bestimmt, ist alles fein. Ich würde gerne gemachte Erfahrungen austauschen, frei über Erlebnisse und Eindrücke diskutieren und einfach quasi mit netten und offenen Menschen im kleinen Kreis ins Gespräch kommen. Ich rede gern auch halt sehr viel, wenn ich halt erstmal anfange. Man merkt es gerade. Auch wenn ich mich etwas schwer damit tue, Gespräche anzufangen. Was mir dabei denn immer hilft, sind Fragen. Also wenn ihr Fragen habt, löchert mich gerne mit Fragen. Ich habe da definitiv nichts dagegen. Zurzeit begeistern mich so die Themenbereiche, alles rund um die Primal-Ecke. Also so ein bisschen Impact-Play, Play-Fight, Rough-Body-Play. Finde ich im Moment halt sehr spannend. Und dahin versuche ich auch gerade so ein bisschen mich zu entwickeln. Wobei Themen wie DS, Fesseln mit Seile, Folie, sonst was sehr spannend sind und selbstgebasteltes kinky Spielzeug habe ich hier auch im Zweifel ein bisschen rumliegen, steht also quasi auch bei mir drauf. Aber grundsätzlich bin ich an allen kinky Themen interessiert und unterhalte mich darüber halt auch sehr gerne. Zu mir, ich bin ein Mensch, dessen biologisches Alter so bei ungefähr 40 liegt. Im Kopf bin ich 27 geblieben, was auch sehr schön ist. Vor ein paar Jahren habe ich dann angefangen, BDSM für mich zu entdecken und nun versuche ich halt Schritt für Schritt den richtigen Weg quasi für mich zu finden. Mein Aufenthaltskammern mit in und um Hamburg relativ gut beschreiben. Dort werde ich auch demnächst mal wieder versuchen, etwas aktiver in der Szene unterwegs zu sein. Mal gucken, ob das klappt. Also, wer sich gerne mit mir austauschen und locker über Kink und die Welt mit mir schnacken mag, der kann sich gerne bei mir melden. Schönen Abend euch. So, ihr Lieben, das war Shavat. Und ja, ich würde jetzt noch irgendwas dazu sagen, aber Shavat hat, glaube ich, alles genau richtig und ausführlich und ausreichend beschrieben. Das ist ja bei diesen Einspielern immer ein bisschen schwierig. Und ich finde, das hat er ganz toll gemacht. Allein für diesen Mut, also eine Nachricht muss er auf jeden Fall kriegen. Und ihr seht auch seinen Namen jetzt unter dem Chat in der Liste. Die wird langsam lang und hoffentlich auch zweizeilig heute noch. Und wenn ihr die Sendung jetzt erst später hört, also nicht am 2. Februar 2023, dann könnt ihr in die Shownotes gucken oder auf der Webseite die Folge aufrufen und da findet ihr alle Personen, die mitgemacht haben, nochmal verlinkt und könnt dort Kontakt aufnehmen. So, und jetzt schreibt ihr Apex Predator und nun bitte eine weibliche Person. Darauf habe ich keinen Einfluss, aber ich weiß, dass weibliche Personen heute Abend auf jeden Fall mitmachen. Die Frage ist nur, was der Zufallsgenerator am Telefon daraus macht. So, und es klingelt, da gehe ich doch mal ran. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich? Hallo, hier ist Camilla 13. Hallo Camilla 13, siehst du, da wurde gerade nach einer weiblichen Person gefragt und siehe da, auf Kommando rufst du an. Gern geschehen. Hervorragend, Camilla mit C oder mit K war das? Mit C, ne? Mit K. Mit K, okay, alles klar. Darf ich die schlimme Frage stellen, wie alt bist du? Ich bin 21. Und aus welcher Region? Es müsste, glaube ich, auch Ostwestfalen sein. Ich wohne so zwischen Soest und Lippstadt. Okay, Lippstadt, das kenne ich. Da haben meine Großeltern, sind da früher mit mir mal hingefahren, weil man da gut einkaufen kann. Die Erinnerung habe ich noch. Ist ewig, ja. Ja, tatsächlich schon. Ich wohne aber auch noch nicht so lange hier, knapp ein halbes Jahr. Okay, und der Grund, warum du anrufst, ist, ja, du suchst Leute. Richtig. Wen oder was suchst du? Ich suche tatsächlich hauptsächlich also Menschen, keinen Stammtisch oder so. Ich bin eigentlich auf der Suche nach einer festen Beziehung, bin aber jetzt nicht drauf festgelegt und es ergibt sich ja meistens sowieso dann irgendwie so, wie es halt passen soll. Das heißt, erstmal magst du einfach Leute kennenlernen, ins Gespräch kommen und dann ja, genau. Einfach mal schauen. Okay, wenn die jetzt dir gerade zuhören und sich denken, aha, okay, ist ja eine tolle Frau, aber so viel wissen wir noch nicht. Also so kinkmäßig, magst du ein bisschen was von dir erzählen? Ja, ich bin selber Sub mit, ich sag jetzt mal, Bread-Anteil. Angefangen bin ich mit einem sehr hohen Bread-Anteil, sage ich jetzt mal, habe das aber ziemlich gut reguliert und für mich selber so ein bisschen kontrolliert und
kann da jetzt selber so ein bisschen, ich sag mal ganz frech, switchen. Okay, also du kannst dir aussuchen, ob du frech bist. Genau. Okay, also ganz nach Belieben deines Gegenübers oder ist das eher so das, was du, ja, also wovon hängt das ab, ob du brettig drauf bist? Es kommt tatsächlich drauf an, wie sehr die Person mir gegenüber Dominanz ausstrahlt. Also wenn das eine sehr hohe Dominanzausstrahlung ist, dann bin ich eher weniger brettig, beziehungsweise kann es auch ganz weglassen, wenn ich möchte. Wenn da aber, ich sage jetzt mal, diese Ausstrahlung nicht so präsent ist, dann kommt das dann schon mal eher raus. Okay. Mann oder Frau? Ich suche einen Mann. Okay, man muss das ja zumindest mal fragen, ne? Ja, ich bin nur noch altmodisch. Ah nein, das hat nichts mit altmodisch zu tun, ne? Das ist halt, wie man Lust hat oder ne, was einem halt gefällt. Und das ist völlig in Ordnung. Und oh, das Podcast Sobi hat auch das perfekte Passwort gerade für dich generiert. Oh, das hat sie sich so schön ausgetauscht. Das werde ich nur dir verraten. Okay. okay, also es kann was langfristig draus werden. Du hast keine anderweitige Beziehung oder so. Hast du denn, aber Erfahrung hast du ja schon gemacht. Gibt es noch irgendwie Spielpartner oder besuchst du irgendwelche Spielkreise oder sowas? Gibt es da was? Aktuell überhaupt nicht. Also ich habe keine feste Partnerschaft oder keinen festen Spielpartner aktuell. Ich hatte einen Spielpartner hier direkt nach dem Umzug quasi schon gefunden durch Zufall. Es ist aber tatsächlich eher durch eine Freundschaft dann hinausgelaufen, weil wir beide gemerkt haben, so hey, okay, ein, zwei Mal ging das wohl, aber war für uns beide dann nichts, wo wir hätten mitarbeiten können. Und ja, dann ist es auf eine Freundschaft hinausgelaufen und mit der Person war ich auch in Bielefeld auf einem Stammtisch, aber das war mir zu weit weg und war auch jetzt nicht so meins. Ja. Okay, naja, aber ne, wenn du jetzt auch erst hingezogen bist, ne, man muss ja auch einfach mal mit Menschen dann erstmal interagieren, um zu gucken. Eher so eine, muss das eine richtig dominante Person sein und sollte die vielleicht auch älter sein als du oder was ist so, also wenn wir jetzt den Menschen backen können, was soll ich tun? Ja, wenn Menschen backen könntest, wäre es schön. ja, also erstmal das Alter. Also die Person sollte schon älter sein als ich, aber nicht viel älter. Ich sag jetzt mal Pi mal Daumen, so zwischen 23 und 30 reingeschmissen in den Raum. Es kommt jetzt auf 1-2 Jahre plus minus nicht drauf an. Ich habe BDSM-Erfahrung schon gemacht. Ich bin BDSM-Lehrerin, seitdem ich 17 bin tatsächlich. Also ich bin auch früh angefangen, in Anführungszeichen. Habe auch schon viel ausprobieren dürfen, habe noch sehr viel, was ich ausprobieren möchte. Und ich bin auch eigentlich für ziemlich fast alles offen. Was würdest du denn gerne nochmal ausprobieren? Gibt es was, wo du sagst, ah, das wäre jetzt schon schön, ich will das mal testen? ich habe zum Beispiel in Richtung Strom möchte ich gerne mal was ausprobieren. Jetzt als Beispiel mal in den Raum geschmissen. Okay. Ja. Das passt natürlich, Strom und Brett sein. Passt eigentlich sehr gut zusammen, weil soweit ich weiß, es schaltet Strom Bretts meistens ab. Möglich. Möglich, aber das muss noch getestet werden, okay? Genau, also Strom habe ich noch überhaupt keine Erfahrung. Ich habe Interessen ja, mit normaler DS, Bondage und Atemkontrolle ist auch ein sehr großer Favorite von mir auf jeden Fall. Aber Strom war da bisher noch nicht bei, ist aber noch auf meiner Liste. Okay, gibt es denn Tabus, wo du sagst, also wenn ihr das haben wollt, Jungs, dann mit mir nicht? ja, ich habe zwei Tabus. Das ist unter anderem einmal Natursekt. Das ist überhaupt nicht zu mich und kann ich mir auch gar nicht vorstellen, obwohl ich experimentierfreudig bin. Und ich habe aktuell den Tabu Anal noch. Ich hatte auch bei der Weihnachtsfolge mit dem Wichteln angerufen, da hatten wir das Thema. Ja, du wolltest das Teil nicht haben. Ich bin's losgeworden. Ja, ja. Ja, es ist weggekommen, aber schwierig. Das war eine Herausforderung, hat Spaß gemacht. Ja. Okay, das heißt aber, ihr braucht nicht als erstes, ich sag mal, Gastgeschenk oder wenn man sich mit dir erstmal irgendwo trifft, kein Analspielzeug mitbringen. Da rennst du weg. Ja. Okay. Ja, aber ansonsten gibt es ja Möglichkeiten.
Okay, pass auf, dann versuche ich jetzt mein Möglichstes und sage dem lieben Publikum, dem besten Publikum der Welt natürlich, dass ihr Camilla 13 anschreiben könnt. Auf der Webseite ist der Button bereits erschienen. Und wenn ihr sie sympathisch findet und sagt, oh Mensch, lass uns mal reden, lass uns mal kennenlernen, dann immer her damit. Und dir verrate ich jetzt auch noch was. Du kannst gleich nicht nur einfach deine Nachrichten lesen, sondern du kannst, wenn du willst, auch zum Beispiel ein Joy-Club-Profil oder ein Fatlife-Profil kannst du da auch hinterlegen. Dann können die Leute das direkt sehen, ohne dass sie dich anschreiben müssen über die Webseite. Also dann funktioniert es ein bisschen direkter. Das kannst du dir aber selbst überlegen, wie du das möchtest. Ach, das klingt super. Okay, gut. Dann, Camilla 13, viel Erfolg. Und ich drücke Dankeschön. Natürlich die Daumen. Und jetzt bleibt noch ganz kurz dran, aber wir verabschieden uns schon mal. Also, mach's gut und wenn es geklappt hat, sag ruhig mal Bescheid. Mach ich, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Das war Camilla 13 und ja, die freut sich jetzt auf Nachrichten. Und das funktioniert ja ganz wunderbar hier. Und damit ich die auch wirklich nicht vergesse, ich habe hier noch einen Einspieler für euch. Diesmal von einem Pärchen, nämlich von Alex und Yara, und das mag ich euch nicht vorenthalten. Hallo liebe Leute, ich bin Alex und neben mir ist hier Yara, meine Partnerin. Hallo. Und wir leben in Düsseldorf, sind schon, wie lange sind wir zusammen? 3 Jahre schon genau. Ja, 3 Jahre, sowas weiß Yara immer deutlich besser als ich. Ja, wir sind ein, ich sage jetzt einfach mal, wir sind ein sympathisches, linksgrün versifftes Pärchen. Wir sind Naturliebhaber. Wir gestalten unseren Alltag aktiv und aktivistisch, um Natur- und Gerechtigkeitsthemen auch anzugehen. Ich erzähle einfach mal ein bisschen was über Yara. Sie ist der mir gegenüber devote Part. Allerdings hatte sie vor unserer Beziehung noch keine wirklichen Berührungspunkte mit BDSM in ihrem eigenen Leben und ist insofern noch ein bisschen in der Findungsphase, insbesondere wie es dann eben einer weiteren Person oder weiteren Personen gegenüber aussehen kann. Sie ist unglaublich schlau, auch wenn sie das nicht immer so zeigen will. Was sie aber immer zeigt, ist, dass sie auch noch sehr hübsch und zierlich ist. Und ja, nur so als Beispiel der Alltagsgestaltung. Wir kochen beide sehr, sehr gerne vegan, aber sie kocht noch viel lieber als ich, glaube ich. Das stimmt. Ja. Ja. Willst du ein bisschen was über mich erzählen? Ich sehr gerne. Jetzt hast du ja schon mega gut vorgelegt. Alex ist noch viel schlauer als ich. Natürlich. Sieht natürlich auch viel besser aus als ich. Außerdem ist er sehr harmoniebedürftig. Weiß eigentlich immer, was zu tun ist. Das finde ich super. Er ist die vertrauenswürdigste Person, die ich kenne. Sie kennt eigentlich ein paar Leute, das wundert mich gerade. Ich kenne eigentlich niemanden. genau. Ja, und wie schon gesagt, hat er halt viel mehr Erfahrung im Gegensatz zu mir. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir jetzt suchen. Genau. Die Situation ist, ich weiß ziemlich genau, was ich will. Und entsprechend die BDSM-Dynamik wird vor allem wahrscheinlich anfangs, insbesondere zwischen mir und der weiteren Person stattfinden. Die Beziehungsgestaltung und der Alltag sollen aber zu dritt stattfinden. Sehr wichtig als Grundlage dafür ist die Bereitschaft für eine offene und ehrliche Kommunikation. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wichtiger als die Erfahrung ist definitiv die Geduld, weil sich im Laufe der Zeit, so unser Wunsch, eine gesunde und erfüllende Dynamik zu dritt entwickeln soll. Also eine langfristige Beziehung auf 24-7-Basis und nicht irgendwelche Spielchen, sondern wirklich so, dass man die eigene Persönlichkeit vielleicht noch erforschen kann, wo sie notwendig ist und eben zu einem Gesamtkonstrukt, zu einer Harmonie gestaltet, die uns alle halt erfüllt. Genau, was suchen wir eigentlich? Die Person sollte devot und masochistisch veranlagt sein, darf auch gerne Pet oder Little sein. Am liebsten einen zierlichen, femininen Körperbau haben. Aber auf jeden Fall sollte sie begeisterungsfähig sein.
Genau, wir sind eigentlich flexibel in weiteren Details. Wie schon gesagt, offen, auch für mehrere Personen. Wir sind kinder- und tierlieb und eigentlich ganz pflegeleicht. Ah, nein. Oder vielleicht auch nicht. Findet es heraus. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und den Austausch, der sich ergibt. Jo. Tschüss. Tschüss. So, Alex und Yara, das sympathisch linksgrün versiffte Paar. Das finde ich sehr, sehr schön, wenn man den Humor hat, das von sich selbst sagen zu können. Und wenn ihr die beiden anschreiben wollt, auch da findet ihr jetzt den Button in den Shownotes oder unter dem Chat. Und ja, Mensch, das klappt ja auch ganz gut. Ich habe ja Blut und Wasser geschwitzt, ob das funktioniert, ob die Homepage wegkracht und so weiter. Aber es geht, es ist möglich. Und ja, jetzt kann wieder angerufen werden. 051-01-911-8952 ist die Rufnummer. Und da könnt ihr jetzt anrufen und dann sprechen wir ein bisschen und ich gebe mein Bestes, euch noch besser aussehen zu lassen, als ihr eh schon ausseht. Also an der Stelle nur Mut und zwei Menschen habe ich auf jeden Fall hier noch. Und ich weiß, es hat eben auch geklingelt, aber natürlich so ein Einspieler unterbricht das erstmal. So, und siehe da, hier klingelt es. Hervorragend. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich? Ja, hallo, hier ist der Bernhard. Hallo guten Bernhard, Abend. Guten Abend. Ja, du suchst ja jemanden. Genau, ich suche jemanden. Jetzt muss ich mal hier das Ding leise machen. Ja, alles gut. Du bist durchgekommen, alles funktioniert, so, alles ist fein. So, jetzt klappt's. So, Bernhard habe ich verstanden. Genau, ja. Das ist, genau. Und mein Profilname ist Tenderdom. Tenderdom. Wie soll ich dich jetzt nennen? Ich muss mir eins aussuchen Tenderdom. Von beiden. Tenderdom. Dann nehme ich Tenderdom. Genau, ja. Okay. Mhm. Tenderdom. Genau. Okay. Ja. Dann wollen wir mal gucken. Wollen wir erstmal was über dich erfahren? Ja. Den Namen wissen wir schon. Woher kommst du? Wie alt bist du? Und bist du überhaupt kinky? Ja, bin ich. Ich komme aus Köln. Und ich bin in den 50ern. Und ich hatte dich auch mal angeschrieben vor einiger Zeit per E-Mail und bin total dankbar, dass du mir da so eine lange zweiseitige E-Mail-Nachricht zurückgeschickt hast. Und jetzt habe ich mich getraut, mal anzurufen. Hervorragend. Ja, das ist immer mein Problem. Ich versuche immer ausführlich zurückzuschreiben. Umso weniger schaffe ich, ne? Schlimm. Okay, so. Aber ja. Du suchst eine Spielpartnerin, eine Partnerin. Genau. Richtig, was auch immer sich da entwickelt. Vielleicht noch kurz. Das möchte ich gerne noch was sagen zu diesem Namen Tenderdom. Das beschreibt so meine beiden Anteile, die ich so habe. Einmal dieser Kuschelbär-Anteil und gleichzeitig diesen Big Bad Wolf, nenne ich den so. Und deswegen, und da suche ich ja eine Spielpartnerin, also eine DS-Beziehung auch gerne oder eine Spielpartnerin und auch einen Rope Bunny. Weil ich da regelmäßig auch auf Fesseltreffen gehe und würde das gerne weiter auch noch üben und mich treffen und auch gerne ein Little One, weil ich ja so ein Daddy-Dom könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, weil ich ja eher auch dieser zärtliche Dom bin und nicht dieser, ja, genau. Und auch mit Fürsorge und mit Verantwortung und mit Zuverlässigkeit, glaube ich, auch. Okay, kann. Da darf ich fragen, ja. Wie lange bist du schon kinky unterwegs? Wie lange kennst du BDSM also, schon? Ich bin in der Fantasie, das hatte ich dir auch geschrieben, bin ich ja schon seit meiner Jugend da unterwegs. Aber ich konnte das nicht ausleben, viele Jahre, weil ich in so einer christlichen Glaubensgemeinschaft war. Und bin jetzt aber schon einige Jahre auf dem Weg und bin mich da am entwickeln. Und also ich bin jetzt kein alter Hase in der Praxis, aber ich bin neugierig und ich bin unternehmungslustig und ich bin abenteuerlustig und ich bin kreativ und liebevoll und achtsam und ich denke, da kann man was mitmachen. Ich höre schon raus. Also so dein BDSM, das ist so respektvoll und einfach mal schön, kann aber dann auch mal böse werden. Ja, genau. Also ich bin jetzt nie, ich bin der sogenannte Reaktionsfetischist. So, ne? Also ich, ich teile auch gerne Schmerzen zu, aber eher so mit Nippel, Klemmen, Nadelrad, Gerte, Spanking, so Elektro.
Ach, die ganzen bösen Sachen, ne? So ja, mal schon, nebenbei so. Ja, ich meinte jetzt also, ne? Jetzt mit hier mit Bullwhip oder sowas, da habe ich halt keine Erfahrung. Okay, also ja. Da kann man ja noch dazu lernen, ne? Das geht genau, ja immer. Okay. Wie sollte denn dein Gegenüber sein? Wie alt etwa auch ja. So von der Art BDSM zu leben? Also was für Vorlieben ja. Wünschst du dir auch? Genau, also gerne jünger und ja, also auch dieses Little One, so ein bisschen vielleicht auch in der vom Körperbau, von der Art, ne? So ein lebendig, humorvoll, lustig, kindlich, sowas, ne? In der Art. Ja, und also das muss jetzt keine junge Frau sein, sondern nur so von der Art her, ne? Hm. Genau. Ja, okay. Aber kann auch eine jüngere Frau sein. Okay, also genau. Ich sag mal so, also gibt es ein Mindestalter, wo du sagst, wenn er zu jung ist, dann auch blöd? Ja, ich schätze mal so, das Mindestalter wäre Mitte 20, aber wahrscheinlich eher 30er, 40er so, ne? Ja. Okay. Mhm. Okay, und wenn du jetzt sagst, stell dir mal vor, du lernst da jemanden kennen und dann sagt die, Mensch, ich habe die und die und die Wünsche. Ja. Wo würdest du sagen, das kannst du nicht erfüllen? Das sind deine Tabus oder Grenzen, wo du sagst, das ist nicht deins? Also, ich wüsste jetzt keine Tabus, aber ich habe viele Sachen halt noch nicht ausprobiert, ne? Müsste da mal gucken, wie sich das dann auswirkt in der Praxis. Aber zum Beispiel, ja, was ich mir nicht vorstellen kann, ist, wie nennt man das, Kaviar, sowas in der Art, ne? So, das ist, glaube ich, eher nicht mein Ding. Also so diese üblichen Ausschlüsse, ne? Ja, genau. Ja. Aber sonst bin ich schon, offen und glaube ich, ziemlich weit gefächert auch. Und da ich ja auch als Rigger tätig bin, ne, Shibari mache und also schon eine große Bandbreite an. Also wenn sie jetzt kommt und sagt, sie möchte gerne mal hängen, dann würdest du sagen, geht? Ja. Also ja, auf jeden Fall. Mhm. Okay. Ja, man muss ja auch ein bisschen schauen, ne? Manchmal hat man ja auch einfach Dinge, wo man sagt, das passt alles ganz gut und a little ist auch schön, aber ich würde gern dabei hängen, ne? Wie ein Mobile, sage ich mal. So stelle ich mir das gerade schön vor. Das finde ich auch cool. Ja. Da hast du Erfahrungen, ja. Also Erfahrungen noch nicht viel. Da bin ich auch, aber wie gesagt, gehe ja regelmäßig auf die Treffen. Aber das ist auch, was man ja zusammen auch Schritt für Schritt, dann kann man ja zusammen auch auf solche Treffen gehen und kann da gegenseitig, kann sich zusammen weiterentwickeln. Ne? Okay. Genau. Du strebst, also es kann eine Spielbeziehung sein, aber wenn ihr dann den Alltag miteinander teilt, das ist auch okay. Ja, genau. Kann man ja gucken, wie sich das entwickelt, ne? Mhm. Genau. Könnte mir auch vorstellen, falls jetzt jemand von weiter weg sich melden, Interesse hätte, dass man so eine Kombination macht aus diesem Online-Kontakt, auch so zum Beispiel so Aufgaben stellen, ne? Und dass man sich dann ab und zu mal trifft, so, das könnte ich mir auch vorstellen, wenn jetzt in der Nähe sich nichts ergeben sollte. Okay, ja, also erstmal offen, erstmal Leute kennenlernen oder genau. Erstkontakt und dann einfach mal richtig. Miteinander sprechen. Ja, genau. Okay. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da wäre ich jetzt, das ist jetzt nicht so mein Geschmack, ich weiß jetzt nicht, also Blondinen, um mal jetzt ganz ketzerisch zu sein oder so, oder sagst du, Mensch, irgendeine Kleidung oder so, das ist eher nicht so schön. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, das macht es mir etwas schwieriger? Ja, vom Gewicht her sollte es vielleicht nicht zu extrem sein, sag ich jetzt mal. Mhm. Okay, aber ja das also. Aber ist jetzt auch kein Ausschlusskriterium oder das dann bestimmte Kilozahl oder sowas. Ne? Ja, ich bin genau. Ja auch gemein, ne? Ich frage ja auch genau nach den Fettnäpfchen, ne? Also von daher ist das natürlich eine fiese Sache und ja, aber dann kann ich ja jetzt schon mal sagen, also liebe Damen, wenn ihr sagt, Mensch, der Tenderdom, der macht einen guten Eindruck, dann schreibt ihn gerne an. Das funktioniert quasi jetzt schon. Und dann werde ich dir gleich noch sagen, wie du das schaffst, die Nachrichten zu empfangen. Und dann drücke ich dir die Daumen und wünsche dir ganz viel Erfolg. Darf ich noch eins sagen? Selbstverständlich. Noch so eine Spezialität zum Abschluss. Was ich total liebe, ist Edging.
Das wollte ich noch erwähnen. Und also das ist nicht Edgeplay, sondern dieses Edging. Und ich glaube, dass ich da ein besonderes Talent habe und die Frauen da ganz schön verrückt machen kann. Oh, das ist aber gemein. Wenn da jemand mal lustvoll gequält werden möchte, dann darf sie sich gerne bei mir melden. Okay. Ja, das ist nochmal, das ist auch gemein. Also zu schnell wird es bei dir nicht gehen, da bist du. Genau. Ich kann dich da so gut verstehen. Ja, ich glaube, das war es von meiner Seite. Okay, ich drücke dir die Daumen, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Ja, und wenn es geklappt hat, sag gerne mal Bescheid. Ich prahle natürlich immer gern damit, dass dieses Format funktioniert. Dazu muss es aber natürlich wirklich funktionieren. Genau, okay. Ich sag dir Bescheid. Mach's gut, okay. Tschüss. Danke, auch. Tschö. So, ihr Lieben, das hat geklappt. Wunderbar. Das Podcast Subi versorgt sich ja auch gerade mit Strom. Das ist immer blöd, wenn man wegfährt und alles irgendwie an Ladekabeln versteckt. Also hier habe ich mich alle versteckt, offenbar. Ah, so, das war Tenderdom. Und meldet euch gern bei ihm. Auch den Link findet ihr in den Shownotes oder unter dem Chat. Und ist es Zeit für einen Einspieler? Nein, es ist nicht Zeit für einen Einspieler, denn das Telefon klingelt. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich? Hallo Marcel, hier ist Marcel Odim. Hallo Sebastian, guten Abend. Hallo Marcel Odim, sehr schön, dass du anrufst. Dich habe ich bei Mastodon, auf unserem schönen Mastodon-Server, schon ganz oft gelesen. Ja, da bin ich gerne aktiv, ja. Ja, sehr gut. Und du suchst jemanden. Ja, und zwar suche ich nach anderen Kingstern, am besten Gruppen, die in meinem Alter sind und die mit mir auf Partys gehen wollen. Oh, das ist eine gute Idee. Leute, um auf Partys zu gehen, ist klasse. Ja, also ich war noch nie auf einer BDSM-Party und ich würde da gerne einmal hin und wahrscheinlich auch auf mehrere. Und da ich momentan als Single-Mann da wahrscheinlich nicht so sehr willkommen bin, würde ich gerne halt in einer Gruppe hingehen und mich auch mit anderen gut amüsieren. Ja, das hängt natürlich ganz stark von der Party und vom Partykonzept ab, ist klar. Aber ganz ehrlich, mit ein paar Leuten, die einen auch ein bisschen an die Hand nehmen, ist vielleicht gar nicht schlecht. Dann gucken wir mal, ob wir da eine Gruppe finden, die sagt, oh Mensch, den Marcel, den nehmen wir mit. Dazu müsste ich einmal wissen, wie alt bist du denn? Ich bin 39. 39. Aus Bielefeld. Bielefeld, okay. Ja, das ist eine Region schön zentral. Also ich sag mal, bis Köln oder Hannover kann man da durchaus auf eine Party gehen. Selbst Hamburg ist nicht außer Reichweite, ne? Ja. Also alles möglich, ne? Ja, ich bin halt ein ganz gechillter Typ auf der Grenze zwischen introvertiert und extrovertiert. Also mit mir kann man sich gut unterhalten. Und ja, ich bin, ich mag halt auch so nerdige Sachen wie wissenschaftliche Themen oder Comics oder Computerspiele. Und ich mag zum Beispiel auch Brettspiele, also wenn es irgendwo eine Gruppe ist von Leuten, die sagen, hey, der Marcel ist ein toller Typ, den laden wir nochmal zum nächsten Brettspielabend ein und wenn das passt, dann können wir mit ihm zur nächsten Party gehen. Okay, also erstmal einfach mal Leute kennenlernen. Besuchst du auch Stammtische oder sowas? Ja genau, ich bin häufig auf Stammtischen unterwegs. Also ich bin in Bielefeld auf allen möglichen Stammtischen, wobei ich war jetzt auf einen, aber ich bin jetzt beim nächsten dabei, habe noch einen entdeckt. Ich bin in Paderborn auf dem Stammtisch immer zugange und ich versuche gerade auch einen eigenen Stammtisch zu gründen. Das ist halt in der Endphase, der Gründungsphase. Und sehr schön. Ich bin halt gern mit Leuten unterwegs. Okay, also einfach erstmal Leute, das heißt also, wenn sich da jemand meldet, sagt, ach Mensch, den Marcel nehme ich mal mit, das ist dann jetzt nicht so, dass du sagst, oh, die Person finde ich ja spannend, ja, dann baggere ich jetzt erstmal bis zum geht nicht mehr, sondern es geht erstmal wirklich um einen Partybesuch. Genau. Ja, ich möchte einfach mit anderen Kingstern halt mich austauschen und ein bisschen, eine schöne Zeit verbringen und bisschen quatschen und so. Ich kann das total gut verstehen, weil, ne, ist natürlich, wenn man jetzt, ich frage mal andersrum, bist du eher Top of Sub Switch? Wie verortest du dich? Ich bin Top. Ich bin dominant und sadistisch und Das ist als Top vielleicht gar nicht so unclever, vielleicht auch erstmal mit ein paar Leuten auf eine Party zu gehen und zum Beispiel jetzt nicht mit einer Sub, weil da möchte man ja ein bisschen sicher wirken und sich ein bisschen auskennen und wenn man überhaupt keine Ahnung hat und selber total aufgeregt ist. Es ist immer schön, wenn man schon ein bisschen Ahnung hat, ne? Ja, ich hatte bis vor kurzem noch eine Sub, aber die ist leider krank geworden. Deswegen geht das eben nicht. Aber ich suche halt nicht sofort eine neue, sondern ich würde einfach gerne mal einfach
die Partys so als einzelne Person kennenlernen. Ich finde, also niemand muss ohne Partys auskommen. Die sind schön, die machen Spaß und es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche und dann ist vielleicht auch ganz gut, wenn man ein bisschen Leute fragen kann, die vielleicht das Partykonzept auch schon kennen. So ein bisschen Dresscode, dass die einem da ein bisschen was erklären können und wie das so abläuft. Denn es gibt ja auch Partys, die sind ganz stark moderiert mit ganz viel Programm bei anderen. Ne? So eine Pärchenparty zum Beispiel, die ist jetzt vielleicht nicht so das Tolle, weil da aber es gibt ja ganz viele Konzepte. Ja, ich bin ja auch relativ offen und ich lerne gerne Neues kennen. Ich lerne auch gerne neue Menschen kennen. Und ich lasse mir auch gerne was erklären. Also ich bin jetzt nicht der starke Typ, der alles bestimmen muss, sondern ich kann auch auf andere rein. Okay. Mich zurücknehmen. Marcel, das müsste ja mit dem Teufel zugehen, wenn wir es nicht schaffen würden, eine Party, Menschen zu finden, die mit dir auf eine Party gehen, die dich mitnehmen, die dir das ein bisschen zeigen und dir vielleicht auch so ein bisschen diese Hemmung einfach mal nehmen, wenn man zum ersten Mal hingeht. Ich weiß noch, wie aufgeregt ich damals war und die anzurufen ist genau die richtige Idee. Das heißt, Menschen, wenn ihr in der Region Bielefeld, Paderborn so in der Richtung grob seid und sagt, wir gehen eh mit ein paar Leuten auf eine Party, den Marcel nehmen wir mit, dann schreibt ihm bitte unbedingt an. Und, ja, morgen UWL vielleicht. Genau, also die Region ist ja relativ groß, wobei da muss man auch mal ein bisschen fahren, ne? Weil das ist zwar irgendwie ein Ballungsgebiet, aber es gibt so viele Möglichkeiten, ne? Was ja eigentlich ganz schön ist. Ja. Und also ich drück dir einfach mal die Daumen. Ich glaube, viel mehr Infos brauchen wir dazu gar nicht, sondern ich drück dir jetzt einfach die Daumen, dass das passt, dass das läuft und dass sich jetzt einfach Menschen melden, die sagen, komm, die nehmen wir mit und das wird schon Spaß machen und dann läuft das. Und es ist ja auch gut, wenn man einfach so ein bisschen Mentoring innerhalb der BDSM-Community betreibt, weil Menschen, ja, das weiß ich selber, jahrelang dann nirgendwo hingehen, weil sie sich nicht trauen und du hast jetzt heute den ersten Schritt gemacht und hoffentlich genau den richtigen. Ja, dann, ja. Das freut mich. Danke für diese Gelegenheit. Ja, sehr gerne. Marcel, bleib gleich kurz dran. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und einen schönen Abend. Mach's gut. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, das war Marcel. Und das läuft ja wie am Schnürchen heute Abend. Ich hätte gar nicht erwartet, dass hier so viel los ist. Na doch, ein bisschen habe ich es erwartet und ein bisschen Respekt davor auch gehabt. Aber ihr macht das mir ganz einfach, ihr macht das ganz toll. Und ich bin da einfach nur begeistert. Und bevor ich den nächsten Einspieler einspiele, denn zwei habe ich hier auf jeden Fall noch, nein, einen habe ich noch, sehe ich, können wir mal schauen, ob nicht noch eine Person anrufen möchte. Sonst drücke ich hier halt einfach den entsprechenden Button. Ich glaube, der Tonmeister ist ein bisschen stolz auf mich. Ich krieg's hin, ich krieg hier fast nur Lob von ihm und er unterstützt im Chat ganz herrlich. Wunderbar, danke dir. Und jetzt klingelt es. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich? Ja, hallöchen, hier ist der Flo. Hallo Flo, schön, dass du anrufst. Guten Tag. Ich habe gerade Marcel gehört. Ich komme zwar leider überhaupt nicht aus seiner Gegend, aber ich biete sowas eigentlich ganz gerne an. Okay. Das heißt also Leute, die sich nicht trauen, irgendwie mal alleine auf eine Party zu gehen oder auch mal einen Stammtisch zu besuchen oder sowas, gerne mal auf mich zukommen. Ich bin im Raum Nürnberg ansässig, bin 36 aktuell noch, habe eine Partnerin oder Spielpartnerin, mit der ich zusammen bin, habe aber auch sonst eigentlich immer mal wieder wechselnde Partner, aber ja, wenn es da irgendwie Leute gibt, die sagen, Mensch, ich will mal auf den Stammtisch gehen, aber ich traue mich nicht oder ich will mal hier eine Party besuchen und alleine ist doof, nehme ich gerne mit, gar kein Thema. Also hier gerade im Raum Nürnberg kenne ich eigentlich so alles, was möglich ist an Partys und so weiter. Ich bin auch einmal im Monat immer in Offenbach auf der Youngsin, kann ich auch sehr empfehlen. Da fahre ich um meine Sub immerhin und also wenn es da schon Leute gibt, die sagen, habe ich Interesse dran, würde gerne mal mit, kann man mich, im Chat wird schon geschrieben, ich bin eine super Party. Genau, wollte ich gerade sagen, Elfe schreibt, du bist eine super Clubbegleitung. Ja. Also von daher finde ich super, dass du das Angebot machst, das heißt, hast du das schon mal gemacht, ne? Ja. Okay, also, nehmen wir mal an, ich schreibe teilweise ist dann auch was Spielerisches draus entstanden, noch bevor die Person überhaupt mit mir auf einen Stammtisch gegangen ist, weil wir uns einfach gut verstanden haben, aber
Okay, ist aber egal, männlich, weiblich, trans, ja. Alter auch egal, es geht einfach darum, die Person, die meldet sich bei dir und was sagst du dann, machst du dann Vorschläge oder wie läuft das dann? Ja, das kommt ja mal ein bisschen drauf an, was die Person halt machen will. Ich gehe halt auf meine Partys und wenn halt jemand sagt, Mensch, da würde ich gerne mit, dann kann sie gerne mitkommen, aber ich kann mir auch vorstellen, mal auf eine Party zu gehen, wo ich jetzt die Lokalität oder die Leute jetzt noch nicht so kenne, aber ich halt da einfach Interesse dran habe. Also ich sag mal so im Umkreis von 200 Kilometern rund um Nürnberg ist das durchaus mal drin. Okay, Flo, das ist ja ein super Angebot, finde ich klasse. Und dann machen wir das jetzt genau umgekehrt jetzt. Das heißt, wenn Menschen sagen, oh Mensch, ich möchte in der Region Nürnberg und im Umkreis einfach mal ein Event, eine Party besuchen und habe sowas noch nicht gemacht, dann können sie dich einfach mal anschreiben und ja, du kümmerst dich dann um den Rest. Mhm. Finde ich super, wunderbar. Okay, dann reicht das an Infos eigentlich schon? Und alles Weitere überlasse ich dann dir, dann übernimmst du diesen Job hervorragend. Und ich drücke natürlich auch die Daumen, dass das funktioniert, dass du vielleicht dann ein paar Menschen glücklich machen kannst. Wäre schön. Okay, wunderbar. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Mach's gut. Tschüss. Ebenso. Ciao. So, ihr Lieben, weiter geht's. Das war der Flo. Und ich finde das schön, wenn er sagt, Mensch, ich bringe Leute auf Partys, wenn die das mal möchten. Und so alleine traue ich mich nicht so richtig. Hervorragend. So, und es klingelt mal wieder. Mensch, das sage ich heute so Abend so oft, wie ich mir das immer wünsche. Gehe ich doch mal ran. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich? Ja, hi Sebastian, hier ist Dominik. Hallo Dominik, mit C oder K am Ende? Mit C. Hallo Dominik, so, wunderbar. Du suchst eine Person. Ich suche einen Menschen, genau. Okay, ja, dann erzähl doch mal, fangen wir bei dir mal umgekehrt an. Wen suchst du? Ich suche eine dominante Frau. Okay. Ja, die gibt es. Da hoffe ich auch, dass welche zuhören. Das heißt, wenn du eine dominante Frau suchst, dann müssen wir doch erstmal wieder was von dir erzählen. Die sollen ja ein bisschen Interesse genau, haben. Genau, ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir es irgendwie so machen. Vielleicht irgendwie weißt du, soll ich was sagen oder willst du eine ja, von deinen Fragen stellen? Ich stelle natürlich meine Fragen. Wir fangen erstmal mit Metadaten an. Name weiß ich, Dominik. So, wie alt bist du denn? 39. Und kommst aus welcher Region? Wie wir heute schon mal gehört haben, so Heidelberg, Karlsruhe. Okay, alles klar, so ganz im Süden. Aber ich habe gehört, da gibt es tolle dominante Frauen in der Ecke. Gibt überall dominante Frauen, tolle. Ja, okay. Hast du schon Erfahrung gemacht? Ja, schon. Also ich habe das so auch schon in meiner Jugend, war das einfach da. Aber so meine ersten Erfahrungen, die konnte ich wirklich dann auch in Anführungszeichen erst mit 20 machen. Also das ist ja eigentlich auch schon relativ gut, glaube ich. Ja, das sind schon einige Jahre, ne? Ja, schon. Und habe dann über die Jahre auch schon einiges ausprobiert. So, ne? Also kann dann eigentlich auch sagen, dass ich eigentlich Schmerzen auch schön finde. Und klar, gibt es dann irgendwie auch noch andere Fetische. Und aber bei Weiben habe ich natürlich nicht irgendwie alles irgendwie ausprobiert, was du irgendwie tun, machen kannst. Und Werkzeuge ausprobiert oder so, ne? Also da ist noch so ganz viel Luft. Ja, okay, also du hast viel ausprobiert. Ich frag jetzt schon mal, womit könnte man dich denn verjagen? Also wenn sie mit irgendwas vor dir steht, wo würdest du sagen, nee, den Quatsch mache ich nicht? Also was ich eigentlich wirklich überhaupt gar nicht irgendwie antörend finde, ist irgendwie so alles, was KV ist oder NS zum Beispiel. Wobei es beim NS dann ja eben, also grundsätzlich alles so ein bisschen, was man als unter die Region ungesund einordnen könnte. So, ne? Also jetzt dann irgendwie Körperabfälle aufnehmen, ist jetzt dann eben halt nicht irgendwie so gesund. Okay, ja, aber ansonsten bist du relativ offen. Auch für DS, so auch so Langzeitgeschichten oder geht es eher um die Session an sich? Nee, das ist tatsächlich auch noch was du jetzt gerade ansprichst, wo ich tatsächlich noch relativ unsicher bin, wo ich nicht weiß, ob das jetzt sich einfach nur aufs Spiel begrenzt oder ob das tatsächlich was ist, was wirklich 24/7 eben halt einfach ausgelebt wird, so, ne, wo es eben halt keinen An- und Ausschalter gibt und das habe ich einfach nicht, definitiv nicht lang genug irgendwie ausprobieren können, um da irgendwie mal ein Jahr lang eine Beziehung gehabt zu haben, wo man das dann eben mal gemacht hat und dann, oh ja, genau so mein Ding.
Was ich allerdings eben halt auch weiß, ist, auch wenn sich das zieht und da kein An- und Ausschalter gibt, dass ich da eben halt auch schon auch einen gewissen Sinn drin dann eben halt auch erleben kann, so in ganz klar meiner Hingabe oder auch das Leiden dann für mein Gegenüber. Das hängt dann aber natürlich auch ganz stark dann davon ab, dann auch zu wissen, dass es ihr dann eben halt auch Spaß macht. So, ne? Und dass es dann irgendwie einfach nur irgendwie sowas ist, so, ich mache das jetzt für dich, weil ich weiß, dir macht das viel Spaß, aber mir irgendwie gar nicht. So, ne? Also jetzt aus ihrer Sicht rausgesprochen. Und dann finde ich das schon wieder nicht mehr so schön. Mhm. So, ne? Aber jetzt hast du eben schon gut angefangen, denn ich habe in diesem Podcast eins gelernt, ja, also gerade dominante Frauen, die möchten, die haben, finden es gut, wenn Interesse an ihnen da ist. Ne? Ja, ja, genau. Ne, das habe ich dich natürlich ganz fies in die Falle gelockt, dass man gefragt, was möchtest du denn eigentlich? Frage ich mal so rum, was stellst du dir eher eine Spielbeziehung vor oder schon eine Beziehung und mit was für einem Menschen? Naja, so wie wir das heute auch schon ein paar Mal gehört haben, ist es ja einfach auch was, wenn du jemanden kennenlernst und dann merkst du ja schon, ob da irgendwie mehr was draus wird. Und meine Ausrichtung ist ganz klar eben halt auch was Festes hinaus. So, ne? Also nicht irgendwie hier, ja komm, such jetzt nur irgendwie jemanden für ein Vierteljahr lang spielen und so weiter. Also da habe ich kein Interesse dran. Ja, eher so Göttin dein Gegenüber und dann auch immer, oder ist das eher so ein man switcht dann da rein in das Spiel und dann ist deine Hingabe gehört ihr, oder bist du eher so, ich sag mal, brettig unterwegs, mag ich gar nicht sagen, aber nee. Muss ich dich schon davon überzeugen, dass du jetzt auch unten bist? Ah, nee, überhaupt gar nicht. Weil, also ich denke mal, das ist ja schon, ich habe eigentlich gedacht, dass es eigentlich klar rüberkommt, weil also ich kann ja schon Sinn in meiner Hingabe dann einfach finden. So, ne? Also von dem her gibt es da eigentlich überhaupt gar keinen brettigen Anteil irgendwie, wo man dann, ach Gott, ich bin jetzt irgendwie total aufmüpfig oder so. Also das gibt es überhaupt irgendwie gar nicht. So, ne? Sondern das ist dann einfach schon da und kann auch durchgehend dann einfach da sein. So, ne? Also das ist dann, also meine Hingabe ist dann nichts, wo es dann irgendwie so einen An- und Ausschalter gibt. Okay, wenn sie jetzt irgendwas machen möchte, ich lese gerade im Chat, den lese ich ja so ein bisschen nebenbei mit, da wird gerade wieder über Strom gesprochen, ne? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, also wenn es passt und die Person ist toll und sie nimmt sich Zeit für mich, was würdest du ausprobieren, wo du dich jetzt gerade nicht so auf den ersten Blick wohlfühlen würdest? Da müsste ich erstmal überlegen, wo ich mich, da machst du es jetzt natürlich immer noch schwierig, so, ne, mit deiner Konstruktion von der Frage, weil wenn du ja jemanden total vertraust und dich wohlfühlst und so weiter, dann wird es ja schon schwierig, auch so ein bisschen mit dem Unwohlfühlen. Ich glaube, das sind dann vielleicht auch Sachen, die eventuell so ein bisschen in der Öffentlichkeit stattfinden können. Das glaube ich auf jeden Fall, ja. Oder vielleicht auch gar keine Öffentlichkeit, sondern vielleicht auch eine Vorführung dann, vielleicht bei einer Gesellschaft zum Beispiel. Und Ja, aber das ist schon genau dieser Punkt, ne? Also das ist, mit dir kann man, es gibt ja diese Menschen, ich sag mal, der Sklave, der quasi ganz emotionslos alles mit sich machen lässt, ne? Also es gibt schon Dinge da, die muss man sich bei dir auch ein bisschen verdienen und also dann Ende, hast du was zu geben. Also das Ding ist ja auch, dass, also ich sehe mich ja jetzt nicht irgendwie so als das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ja, sondern ich bin ja auch Mensch und ich habe da auch Gefühle und will irgendwie ja auch gesehen werden, ja. Und das, was du so ein bisschen da gerade beschrieben hast, ist für mich so ein bisschen was Losgelöstes von dem Wissen, was ich denn bin. Also was bin ich denn? Ja. Und ich glaube, wenn du so dann irgendwie unterwegs bist und das bin ich nicht. Ja. Ja, aber das ist auch gut zu wissen, dass du dich da auch selber definieren kannst und nicht sagst, auf Teufel komm raus, Hauptsache irgendwer macht was mit mir, sondern dass du schon sagst, hier,
das muss im Bahn laufen, das muss beiden Spaß machen und du möchtest ja auch das genießen und möchtest aber auch, dass dein Gegenüber genießt. Also was ich ja auch schön finde, ist, wenn es über mein eigenes Schönfinden drüber hinausgeht. So, ja, also dann, das hat ja auch ganz viel mit auch der Hingabe dann zu tun und devot fühlen dann zum Beispiel, wenn etwas über das eigene Wollen dann drüber hinausgeht. Ja. Ja. Und um nochmal vielleicht ganz kurz den Bogen zu schlagen, was du vorher gesagt hast, ist es nun eben halt auch immer so, dass, also ich habe ja auch schon ein Leben, so, ne? Und habe da eben meine Aufgaben und habe mein Job, an dem ich sehr wachse und auch mein privaten Leben, an dem ich sehr wachse, ja? Und von dem her gibt es da eben halt auch schon ganz viel, was ich ja eben halt auch bin, ja? Ja, also gut, aber das... Ist da nicht irgendwie so dieses... Ja, komm, ich bin jetzt irgendwie da und ich bin jetzt dann Fleisch, ja, und also das bin ich halt nicht. Ja gut, aber das ist ja ein Punkt, ne? Erstmal muss man sich kennenlernen, ne? Der Podcast soll ja erstmal hier so einen Erstkontakt vermitteln und wenn jetzt eine dominante Frau aus deiner Gegend, also auch um Karlsruhe rum, sagt, oh Mensch, den Dominik, den mag ich mal kennenlernen, das klingt interessant. Da könnten wir beide ganz viel Spaß haben. Wunderbar. Jetzt müssen wir natürlich noch Einschränkungen machen. Region, okay. Wie alt darf sie denn sein? Ganz grob. Hast du da so eine Vorstellung? Also zu jung ist dann irgendwie auch nichts. So Anfang 20 so ist, glaube ich, irgendwie zu jung. Ja. Und das kann auch, die Dame kann auch ruhig ein bisschen älter sein. Ja, das macht auch nichts. Ich glaube, das kommt eben einfach sehr drauf an, eben halt auch wieder, wer ist die Person? Ja. Muss sie Erfahrung haben? Muss sie wissen, was sie tut? Oder würdest du auch sagen, Mensch, dann entdecken wir nochmal gemeinsam von Neuem? Nee, das kann man natürlich auch schon machen. Und jetzt kommt aber eben halt dann auch wieder darauf an, ob dann die Person, die dann vielleicht sehr wenig Erfahrung mit dem Ganzen hat, dann aber eben halt auch zulässt, dass man zum Beispiel sagt, so, hey, ach Gott, nee, komm, jetzt machen wir ein bisschen langsam, weil hier wird es jetzt vielleicht einfach anatomisch bedenklich, ja. Ja. Weil, also das, weiß nicht, ob du es vielleicht auch schon kennengelernt hast in Gesprächen mit Leuten, ist halt einfach, dass ganz oft manchmal so ein bisschen da ein Gedanke da ist, hier, komm, jetzt mach mal einfach mal, aber dann kannst du dann eben halt auch schon, aber weißt du, du kannst eine Woche lang mit einem riesen Plug im Hintern irgendwie rumlaufen. Ja, das funktioniert irgendwie schon. Das ist klar, aber das ist ja auch schön, wenn du dann sagst, auch sagen kannst, hier sind gewisse Grenzen, da wird es dann komisch, ne? Und dass du auch ein bisschen, ich sag mal, beraten kannst. Ne? Das ist ja auch immer eine Ressource, die sollte man nicht unterschätzen. Da sollte keine Beratungsresistenz da sein, ja, definitiv. Ja. Ja, aber wenn jemand da genau weiß, das geht, dann, ich sag mal, dann spurst du auch. Ja, schon, das kommt natürlich immer auf das Feeling ja auch drauf an und auf das Vertrauen, ja, das dann eben halt einfach im Idealfall dann einfach wächst und dann ist es eben einfach so, dass du der anderen Person einfach vertraust, ja, und dieses Vertrauen hoffentlich dann einfach auch nicht enttäuscht wird und du kannst gerade, auch wenn du vielleicht mal an Grenzen gehst, auch mal ein bisschen zu weit gehen, ja, was Grenzen erweitern betrifft. Aber dann du dann eben halt auch in Gesprächen hinterher dann aber natürlich immer noch merkst und weißt so, hey, wir sind jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gegangen, ja. Ich muss dich jetzt ein bisschen unterbrechen. Ich merke, ich plaudere mit dir hier ganz locker, flockig und ganz wunderbar. Aber die Zeit und andere Menschen möchten ja auch noch, ne? Dominik, das hast du ganz wunderbar gemacht. Mich hast du quasi automatisch schon eingelullt, ne? Und wenn sich jetzt eine sie findet, die sagt, oh Mensch, also den mag ich mal unterbrechen, der kriegt mal einen Knebel, dann können die Mädels dich einfach anschreiben. Oh, ich habe Mädels gesagt, um Gottes Willen. Dann können die dich einfach anschreiben, Shownotes, da gibt es einen Link zu dir. Und ansonsten jetzt auch gleich unter der Sendung. Ich gebe dir gleich noch dein Passwort und verabschiede mich schon mal von dir ganz herzlich und drücke dir die Daumen, dass sich da ja jemand meldet oder dass du auch auf anderem Weg, weil du hier mitgemacht hast, Menschen findest. Gern. Okay, mach's gut. Tschüss. Merci, ciao.
So, ihr Lieben, das war Dominik. Und ja, wenn ihr ihn ein bisschen quälen wollt, dann könnt ihr euch einfach melden. Und jetzt klingelt das Telefon. Und was mache ich? Ich gehe natürlich ran. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich? Hallo, hier ist Katsumoto. Hallo, oh, den Namen habe ich ganz schlecht verstanden. Katsumoto. Katsumoto, ich glaube, wir haben schon mal gesprochen, kann das sein? Nein, geschrieben haben wir. Ich hatte dir neulich eine Mail geschrieben, ja. Genau, geschrieben haben wir, richtig, das war's. Der Name kam mir doch irgendwie bekannt vor. Hallo, ja. So, ich habe die Info bekommen, ich muss es ein bisschen kürzer machen heute. Aber du suchst eine Person und dabei kann ich eventuell behilflich sein. Wen oder was suchst du? Ja, also ich suche eine Spielpartnerin oder ja, und dann kann man ja mal gucken, wo sich das hin auch entwickeln kann. Okay, bist du, ja, erstmal frage ich, wie alt bist du? Ich bin 32. Und kommst aus welcher Region? Ich komme aus der Region Bonn. Aus Region Bonn, okay. Da war ich vor ein paar Jahren, war sehr, sehr schön, die Stadt. Man sagt ja immer, die sei so hässlich, aber nein, sie ist total schön, finde ich. Nein, eigentlich nicht. Also ich finde das ja eigentlich sehr gemütlich, nicht zu groß, nicht zu klein. Also das ist eigentlich ganz schön. Sehr gut. Okay, und du suchst ja eine dominante oder nicht dominante Person? Also ich bin Switcher und ja, suche also in beide Richtungen, sag ich mal. Okay. Und also eine ja, Switcherin sagen, oder dann nur das eine oder andere? Oder also kommt. Das kommt, glaube ich, auch auf die Person an. Also das kann ich mir beides vorstellen. Okay. Ja, dann reden wir mal ein bisschen über dich, was du so anzubieten hast. Also, wie lange bist du denn schon dabei beim BDSM und was magst du gerne? Also ich bin, sage ich mal, eine Zeit lang schon auf Stammtischen unterwegs und in der Szene so ein bisschen. Erfahrung habe ich ein bisschen bisher in einer Beziehung sammeln können, aber ich würde mich da jetzt noch so ein bisschen auch als Anfänger sehen bei vielen Dingen und von daher, sage ich mal, wäre es auch gut, wenn dir die Person entweder, sage ich mal, selber Anfängerin ist und sagt, man will zusammen Dinge ausprobieren oder eben auch erfahren, aber durchaus eben auch, sage ich mal, bereit mit jemandem zu spielen, der vielleicht noch nicht bei allen Dingen so genau weiß, was jetzt Spaß macht und was nicht und ein bisschen ausprobieren und zeigen, dazu bereit ist. Hm. Ja, also gemeinsam entdecken ja. Ist ja eh schon mal schön. Das heißt, du hast also nicht das eingefahrene Programm und dann packst du dein Buch aus und sagst, hier, ich habe das früher mal so gemacht, jetzt machen wir das auch so. Das wäre ja schrecklich. Was würdest du denn nicht machen? Was sind so Tabus? Also auch was jetzt schon, sag mal, mehrfach genannt wurde, so NS oder Kaviar oder so, das finde ich jetzt nicht so interessant. Ansonsten würde ich jetzt sagen, sag ich mal, eher mehr in Richtung Bondage und DS als in SM, also das, sag ich mal, jemand Schmerzen zuzufügen oder selber Schmerzen zu bekommen, das ist mäßig spannend. Ja. Aber im DS-Kontext könnte das schon passen, so als Bestrafung zum Beispiel. Ja, also nur als Ausnahme, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, so ich finde jetzt sowohl Schmerzen hinzufügen oder selber Schmerzen zu bekommen, sei mal sehr erregend, aber kann, wenn man das, sag ich mal, zu Situationen im Spiel passt, dann kann man das wahrscheinlich durchaus einbauen. Hm. Okay, hast du schon Partys, Stammtische, besuchst du sowas regelmäßig? Ja, also so Partys, sag ich mal, 1-2 oder so. Stammtische, ja, bin ich also regelmäßig, hauptsächlich eben hier in Bonn, aber auch mal Umland gewesen. Genau. Okay. Und das wäre natürlich auch, sage ich mal, schön, eine Begleitung, die, sage ich mal, auch Interesse hat, mitzukommen zu Stammtischen oder zu Partys oder auch, sage ich mal, zu so einem Tüdeltreff, Bondage-Treffen, wo man ein bisschen da in die Richtung auch Umgang mit Seilen lernen kann. Also das wäre etwas, sag ich mal, was ich mir auch in beide Richtungen Interesse dran hätte. Also einmal selber fesseln, lernen und üben, aber auch gefesselt werden. Ja, aber auch mit, also nicht nur Seile, auch andere Dinge wie Handschellen oder Zwangsjacken oder sowas. Ja, das fände ich da schon. Gibt es, wenn jetzt eine Person überlegt, Mensch, schreibe ich ihn vielleicht an oder nicht, gibt es was, wo du sagst, da habe ich ein bisschen Talent für, das würde wahrscheinlich, da bist du einfach gut drin. Gibt es da was, wo du sagen würdest, das ist eine Qualität, die du anzubieten hast?
Okay. Jetzt spontan weiß ich gerade nicht, was ich okay, das ist ja in so einer Live-Situation ja auch immer ein bisschen schwierig, ja, und auch eine gemeine Frage. Und bescheiden ist er auch noch. Also da kann man schon mal sagen, Bescheidenheit ist auf jeden Fall auf der Liste. Ja. Okay, also einfach jemand kennenlernen, mal gucken, was draus wird. Oder darf es dann auch wirklich eine, ich sag mal, eine feste, langfristige, monogame Beziehung werden? Also wo sagst du, da kann es hingehen, das würdest du dir wünschen? Also ich würde jetzt so sagen, also ich bin nicht so ganz davon überzeugt, ob eine monogame Beziehung das Richtige wäre, aber das muss man dann, glaube ich, einfach gucken, wie das passt. Also ich brauche manchmal auch ein bisschen, sag ich mal, Zeit, um mit einem Menschen warm zu werden. Also dass man dann auch sagt, ne, man lernt sich kennen und dann muss man einfach mal gucken, wie das zusammenpasst. Also deswegen, und dann muss man einfach schauen, wo sich das hin entwickelt. Also ich bin da in der Hinsicht offen, aber ja. Würde ich jetzt so sagen, das ist erstmal nicht das primäre Ziel jetzt, sondern erstmal einfach Leute kennenlernen, mit denen man Dinge ausprobieren kann, die spannend sind und auch gucken kann, was macht Spaß und so. Und dann okay, mal sehen. Katsumoto, habe ich was vergessen, was Wichtiges? Ich könnte noch so ein bisschen sonst, was ich sonst noch vielleicht spannend finde oder sowas erzählen. Du hast völlig recht, es gibt ja auch Dinge außerhalb von BDSM. Ach so, nee, ich meinte jetzt eigentlich auch eher andere. Okay, erzähl mal, also ganz ehrlich, das ist dein Moment. Was ich spannend finde, ist so das Thema Keuschhaltung, Tease und Denial oder auch so, sag ich mal, kleine Spielchen in den Alltag einzubauen, heißt nichts, also irgendwie versteckte Fesselungen unter der Kleidung oder so und dann draußen eine Runde spazieren gehen oder sowas. Aktiv, ja, also und passiv, also aktiv und passiv oder? Ja, also stelle ich mir in beide Richtungen sehr spannend vor. Aber ich stelle mir das gerade tatsächlich vor, wie ihr beide mit Keuschheitsdevice durch die Gegend lauft, keiner sieht es und ihr verhandelt gegenseitig, wie ihr ja, da wieder zusammenkommt. Spannende Vorstellung. Zum Beispiel so ein Pullover, da habe ich, oder so eine Pulloverjacke, habe ich in die Taschen so Löcher geschnitten, dass man halt darunter irgendwie Handschellen tragen kann oder andere Fesseln oder so. Und das war, wenn man aber die Hände in den Taschen hat, sieht man das halt auch nicht. Das finde ich ganz cool. Okay, also es darf so ein bisschen prickeln und auch ein bisschen die Grenze der Haustür verlassen. Ja, sowas. Ne? Und ich glaube, in Bonn sind die Leute auch ziemlich entspannt, da kann man sowas auch mal machen. Ja, wobei ich jetzt eigentlich weniger, sag ich mal, Dinge, die dann entdeckt werden, gut finde, sondern halt eher so, dass das vielleicht so, dass andere das nicht mitkriegen. Ja, manchmal ist ja auch der Reiz, es könnte entdeckt werden, das ist ja auch sehr spannend. Ne? Vielleicht. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Auch bei dir gilt, dein Name taucht hoffentlich richtig geschrieben. Du kannst es aber zum Glück ändern, den Namen, wenn du dich gleich da registrierst. Ich glaube, das Podcast Subi hat das aber schon genau richtig gemacht. Ich sehe schon, dass es sieht schon gut aus. Auf das Podcast, so wie es verlass. Sehr schön. Okay, also die Menschen können dich anschreiben, können mit dir Kontakt aufnehmen und dich einfach in Ruhe kennenlernen. Und ja, wer weiß, was draus wird. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen und wünsche dir einen wunderbaren Donnerstagabend und vielleicht schon die erste Nachricht heute. Ja, vielen Dank. Dir auch einen schönen Abend noch. Und ja, ich bin gerade ganz überrascht, dass ich mich getraut habe, bei dir anzurufen. Aber also allein ja, dieser Mut muss belohnt werden. Ganz klare Sache. Ich würde hier nicht anrufen. Aber ich muss das ja auch noch moderieren. Ich bin auf Stammtischen oder so, mir fällt das immer schwer, neu Kontakt zu Leuten aufzubauen und braucht dann immer ein bisschen, bis ich dann so in ein Gespräch mit reinkomme und so. Und ich bin jetzt gerade ganz erstaunt, dass ich das irgendwie geschafft habe, hier anzurufen und dass das irgendwie so und ich was erzählen konnte. Also das ja, hast du ganz toll gemacht. Dran. Du hast es geschafft und die Folge ist ja auch noch ein bisschen länger zum Download verfügbar. Also Geduld und dann klappt das. Ich drücke die Daumen. Mach's ja. Gut. Tschüss. Okay. Tschüss. So, ihr Lieben, das war Katsumoto und jetzt hat mich heute Mittag eine Person angeschrieben, hat gesagt, weiß nicht, könntest du mich anrufen, machst du sowas? Dann habe ich gesagt, oh ja, das mache ich. Und genau das mache ich jetzt. Das heißt, ich werde jetzt einfach live in der Sendung eine Nummer wählen und hoffe, dass mir die Person nicht irgendeine Nummer gegeben hat. Ich bin sehr gespannt. Da klingelt es auch gerade, aber jetzt rufe ich mal jemand an und mal gucken, was passiert. Oh, was ein fürchterliches Geräusch. So laut. Aber mal schauen, ob die Person rangeht. Es klingelt. Oh, ich mache das mal leiser. Na?
Bin gespannt. Vielleicht ist sie, sitzt sie auch gerade völlig paralysiert vom Handy oder hat die Hoffnung schon aufgegeben? Nein. Okay, leider nicht. Das ist schade. Mit der Person hätte ich heute wirklich gerne gesprochen, aber vielleicht ruft sie ja auch noch an. Das kann ja sein. Vielleicht ist sie auch jetzt gerade einfach mal kurz 5 Minuten mit dem Hund um die Ecke gegangen und dann habe ich ein schlechtes Timing erwischt. So, aber ich habe zum Glück noch einen Einspieler und den mag ich euch nicht vorenthalten. Mal gucken, wie ich das hinterher geschnitten kriege alles. Das wird der Wahnsinn. Und Secretly hat mir einen relativ kurzen Einspieler geschickt, der ja den ihr nicht verpassen möchtet. Hallo, ich bin 27 Jahre alt, komme aus der Nähe von Köln, bin eine aufgeschlossene, selbstbewusste und sportliche Person. Ich suche hier einen erfahrenen Dom, um meine devoten Neigungen weiter ausleben zu können. Ich konnte bisher leider noch nicht so viele Erfahrungen sammeln. Demnach kann ich auch gar nicht genau sagen, auf was ich jetzt besonders stehe und was mir gar nicht so gefällt. Ich versuche es dann eher so ein bisschen mit meinen Tabus auszudrücken. Die wären zum Beispiel NS, Kaviar, Blut, Nadeln. Das sind so Dinge, die ich jetzt erstmal vorerst komplett ausschließen möchte. Ansonsten bin ich im Alltag eine sehr selbstbewusste Frau und sehr zielstrebig. Gespräche auf Augenhöhe finde ich auch extrem wichtig. Und man findet mich auf Joyclub unter dem Namen Secretly. Am Ende jedoch nicht mit Y, sondern mit J. Okay, das war Secretly. Kurz, knackig und alles drin, würde ich sagen. Und auch sie findet ihr in ein paar Sekunden, nein, ihr findet sie jetzt schon unter dem Chat. Mein Gott, das Podcast so wie ist schnell heute. Ich bin begeistert. Und schreibt sie einfach an, wenn ihr Kontakt zu ihr aufnehmen möchtet, schaut, wenn ihr das später hört, in den Shownotes einfach rein. Da ist alles wunderbar verlinkt, wenn ich aufgepasst habe. Und ja, da das Telefon klingelt, gehe ich doch einfach mal ran. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich? Hallo, hier ist die verhinderte Runa, die leider ihre Telefone auf Nachtmodus hat und das nicht berücksichtigt hat. Also pass auf, dann darf ich das drin lassen, dass ich dich angerufen habe? Ja, darfst du. Wunderbar, okay. Tut mir wahnsinnig leid. Überhaupt gar kein Problem. Aber ganz ehrlich, kriegen wir ja hin. Ne? Ich habe angerufen, du rufst zurück, das ist ja noch besser. So kann ich schon mal safe sein, dass die Nummer stimmt. Okay, du hast mich angeschrieben und du suchst jemanden. Ja, genau. Ich nenne mich Runa, ich bin ziemlich aufgeregt, das tut mir wahnsinnig leid. Bin ich auch, ganz entspannt. Wir sitzen in einem Boot, ganz entspannt. Okay. Erzähl mal, ich lehne mich zurück und lausche gespannt. Okay, ich bin 33 Jahre alt, ich wohne in Nordhessen, habe schon gespannt verfolgt, wo so die anderen Leute herkommen und habe gedacht so, das ist alles irgendwie ein bisschen zu weit weg leider. Ich bin seit 3 Jahren aktiv im BDSM, als Sub unterwegs, die eigentlich recht gehorsam und sehr, sehr selten Freddy ist. ich mag Leder, Latex, Shibari, Bondage und DS mag ich sehr. Und ich bin Single und suche jemanden für eine Spielbeziehung oder auch für eine Beziehung, wo BDSM enthalten ist. Das wäre das Optimum, sage ich jetzt mal so. Und ansonsten bin ich total offen und würde gerne jemanden finden, mit dem ich Shibari üben kann, weil ich das gerne auch aktiv lerne und üben möchte, aber auch gerne passiv spüre. Und sowieso überhaupt wohne ich leider in der Ecke, wo man relativ weit fahren muss und ich würde mich über Menschen aus meiner Nähe freuen, mit denen ich mich austauschen kann oder mal auf Veranstaltungen gehen kann oder so. Okay, also im Grunde, ich kenne die Gegend ein bisschen, ne? Da gibt es dann den See in der Nähe, ne? Und außer Campen im Sommer ist da nichts, ne? Ja, ziemlich tot. Ja, ich kenne das. Ich habe die mittelhessische Taiga auch gehabt und das war schwierig, aber es gibt da Menschen. Es gibt kinky Menschen überall. Und
Ja, also auch Menschen, um mit ihnen wegzugehen, suchst du. Also eigentlich Kontakt zur Szene generell und wenn dann noch die Person dabei ist, umso besser. Richtig, genau. Ich war schon auf dem Stammtisch und ich bin ab und zu eher so Richtung Frankfurt unterwegs. War da auch schon auf so einer Kinky, also zweimal auf Kinky Dance Partys. Aber so alleine als Frau und auch eher als so ein bisschen introvertierterer Mensch fällt es mir dann wahnsinnig schwer, da Kontakte zu anderen Leuten zu knüpfen. Und ich glaube, das wäre viel einfacher, wenn man einfach schon mal mit jemandem Kaffee trinken war oder so oder telefoniert hat und sich da trifft oder zusammen hingeht und dann zusammen Zeit verbringt und sich kennenlernt und austauscht und so. Ja, jetzt haben wir ja ganz viel über dich erfahren. Auch an dich die Frage, wir backen uns jemanden. Wie kann denn diese Person sein, dass du sagst, ah ja, das trifft eine Schwäche von dir, da sagst du eher ja. Also die Person sollte die Kunst verstehen, mich so auf diesem schmalen Grat zwischen Schmerz und Lust treiben zu können. Das fände ich ziemlich gut, wenn ich mir jetzt so jemand backen kann, jemand, der trotzdem trotz Top und Sub auf Augenhöhe mit mir umgeht. Ich bin halt jemand, der, also ich fände es gut, wenn man da drin übereinstimmt, dass umso höher das Vertrauen ist, umso mehr man bereit ist, sich hinzugeben und das halt dem anderen schenken möchte und das dann ja dann auch wieder das Vertrauen und die Wertschätzung zu der Person erhöht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade richtig rüberbringen konnte, ob du weißt, was ich verstehe. Du hast das hervorragend ausgedrückt. Im Grunde ist das doch die perfekte Einladung, dich anzuschreiben und zu sagen, Mensch, ich lerne Runa einfach mal kennen und dann gucken wir mal und ein bisschen ja diesen schmalen Grat dann auch gemeinsam zu entdecken und zu gucken, na, wo ist das und wie ist die Tagesform und dich so ein bisschen an die Grenzen bringen. Das ist mit dir einfach möglich. Ja, genau. Lass dich mal die Standardausschlüsse KV, NS und so weiter überspringen. Aber wo gibt es Sachen, wo du sagst, da bin ich noch unsicher, da habe ich jetzt noch keine Erfahrung, ist aber vielleicht interessant oder noch eher weniger interessant. Was gibt es da? Also, was ich wahnsinnig interessant fände, wäre so auf so eine Versteigerung oder ASO-Abend zu gehen. Ich fand die Folge mit Anna und der Herr, glaube ich, hieß die. Anna und der Herr Kunze, genau. Die fand ich wahnsinnig faszinierend und sowas würde ich eigentlich auch gerne mal erleben. Okay. Das war sehr beeindruckend, zum Beispiel. Ja, das ist schon ein bisschen speziell, aber das sind wirklich Events, die wirklich aufgeladen werden. Also da brauchst du aber wirklich einen Gentleman, der sagt, okay, dass das Regelwerk steht und dann wird auch vorher mit der Runa geübt, damit sie dann an dem Abend auch einen guten Eindruck macht. Das könnte eine Herausforderung sein, der du dich stellen möchtest. Da wäre ich sehr gerne dazu bereit, das einzuüben und da die perfekte Dienerin zu sein. Ja, okay. Das ist doch mal ein Angebot. Also, wow. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Also ganz ehrlich, da brauchen wir jetzt kein weiteres Wort reden. Ich gehe davon aus, dass sich da ganz viele Menschen bei dir melden und sagen, das kriegen wir hin. Ne? Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das nicht klappen könnte. Aber auch wenn Menschen sagen, sie möchten einfach mit dir erstmal einen Kaffee trinken, ganz in Ruhe und dich kennenlernen, das ist auch völlig okay. Oder muss jemand dann erstmal gleich mit dem ausgearbeiteten Werk um die Ecke kommen und sagen, hier, das ist jetzt dein Plan für die nächsten 5 Jahre? Nee, ich bin sowieso eigentlich jemand, der sehr offen und gerne erstmal Vertrauen aufbaut und ich bin auch ein Mensch, der gerne Gespräche führt, vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt und sich gerne austauscht und um überhaupt die Person kennenzulernen. Also das wäre mir sogar sehr willkommen tatsächlich, wenn da nicht jemand steht und sagt, so, das ist der Plan und hopp, sondern erstmal entspannt kennenlernen und abtasten, wie ist die andere, wie ist man so drauf und was mag man nicht und langsam herantasten. Okay, ich frage dich jetzt mal, wie mobil du bist. Also ja, also Nordhessen bis Frankfurt schon mal in die südliche Richtung. Also würdest du sagen, das ist dir zu viel, wenn jetzt jemand aus Berlin sagt, hallo, da bin ich?
Ja, das fände ich schon schwierig tatsächlich. Also ich würde mal sagen, so die umkreisenden Bundesländer wären noch okay. Aber was, also, obwohl, ich sage jetzt mal, meldet euch einfach und man kann ja dann immer noch herausfinden, ob man den anderen so spannend findet, dass man die Reise in Kauf nimmt oder sich in der Mitte trifft oder... Da sagst du was. Ja, das ist ja auch, also ich habe ja auch in den letzten Jahren ganz tolle Paare kennengelernt, die am Anfang auch irgendwie 300, 400, 500, 600 Kilometer getrennt hat und dann hat man halt nach Lösungen gemeinsam gesucht, aber ja, die Liebe, die kennt dann diese Grenze nicht, ne? Also das passiert dann einfach, wie es passieren muss. Okay. Wunderbar. Du musst jetzt gleich nicht dranbleiben, denn dir habe ich schon vorab alles mitgeteilt, was du haben musst, damit man dich kontaktieren kann. Ja. Und ich drücke dir einfach die Daumen, wünsche dir ganz viel Erfolg und dass du jemanden findest und vielleicht darf ich ja davon dann auch erfahren, wenn es soweit ist. Dankeschön. Danke für eure Arbeit. Ja, sehr, sehr gerne. Ich finde das echt toll, dass ihr das macht. Ich schwitze ja auch Blut und Wasser heute, aber alle Gäste machen so toll mit und machen es mir so einfach. Es ist hervorragend. Das macht einen Riesenspaß. Und jetzt hoffe ich auch, dass da was bei rumkommt. Okay, mach's gut. Super. Ja, schöne Sendung noch. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, ihr Lieben, ja, die Sendung neigt sich auch so ganz langsam dem Ende zu. Das machen wir jetzt seit fast 2 Stunden. Ja, aber noch kann ich mit Menschen sprechen. Und einen Einspieler hätte ich auch noch. Aber jetzt kommt ein Anruf, da kann ich schon mal sagen, der kommt aus Österreich. Das finde ich toll. Gehe ich doch mal ran. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich? Hallo Sebastian, das ist die Lena. Die Lena, hallo. Oh, mit dir habe ich halt nicht gerechnet. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich heute anrufe, aber ich räume gerade so das Haus zusammen und höre nebenbei die Live-Sendung. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ich rufe mit einem... vielleicht ungewöhnlichen Anliegen für den heutigen Abend an, aber ich probiere es trotzdem mal. Ich bin sehr gespannt. Erzähl mal, was ist dein Anliegen? Also erstmal vielleicht fürs Publikum, es gibt mehrere Folgen, in denen man dich hören kann. die könnt ihr dann alle raussuchen, wenn es dann soweit ist, aber komm, was ist dein Anliegen, liebe Lena? Und zwar habe ich mir gedacht, ich rufe mal an, um zu fragen, ob es Leute gibt, die irgendwelche coolen Veranstaltungen kennen. Ist nämlich so, also wir machen ja jetzt das Jahresanfang, so ein bisschen Urlaubsplanung fürs nächste Jahr und haben da auch überlegt, so mal 1, 2, 3 Wochenendtrips irgendwo hin, das wäre vielleicht ganz cool. Und da war jetzt meine Idee zu sagen, ja, wenn es da irgendwelche coolen Kinky-Veranstaltungen gibt, dann könnte man das ja unter Umständen irgendwie gut legen, dass man die mitnehmen kann. Okay, das heißt also einmal aus Österreich irgendwo hinfliegen, Leute besuchen und mit denen dann auch noch irgendwie irgendwo hingehen, wo es Spaß macht. Genau. Okay. Ja, das wird sich ja wohl machen lassen. Also es gibt ja, also zumindest in Deutschland weiß ich, gibt es ganz viele coole Leute und Veranstaltungen. Ja, eben, das denke ich mir auch. Und das Problem ist halt natürlich, also wir kriegen halt ganz viel mit, was in Österreich passiert. Weil das ist irgendwie so im Umkreis. Aber wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel Hamburg ist irgendwie recht groß auf der, also recht hoch auf der Reisewunschliste. Und ich meine, da gibt es viel, weil da gibt es viele Leute. Aber das weißt du halt hier nicht, was dort so passiert. Und ja. Ja, das stimmt. Da hast du völlig recht und das ist hier genau der richtige Moment. Das heißt, man würde euch einladen. Ich hab das ja zufällig schon mal gemacht und würde dann sagen, hier, ja, wir verbringen coole Zeit zusammen und vielleicht kann man sich auch nochmal die Gegend zeigen lassen und dann nochmal gemeinsam irgendwo hingehen. Genau. Also es reicht auch, man muss uns nicht bewirten oder sonst irgendwas. Es reicht auch zu sagen, hey, da ist eine coole Party, wir veranstalten die, wir gehen da auch hin oder sonst irgendwas. Wenn ihr wollt, schließt euch an, dass man halt nicht so ganz alleine irgendwo ist. Ja. Und dass man halt mal weiß, was überhaupt passiert. Ja. Ja, dann muss ich dich doch jetzt einmal fragen, welche Art von Veranstaltung, was für Partys, was bevorzugt ihr? Wie soll es sein? Tanzveranstaltung oder hier der große Abend der O oder die Femdom-Party? Also was sind die Events, die euch anziehen? Okay, also ich sag mal, was uns nicht so anziehen würde, das ist alles, was so in Richtung Dance-Fetisch-Party geht. Da sind wir nicht so die Leute dafür. Alles, was in Richtung Femdom geht, ist nicht so unseres. Aber abgesehen davon ist das eigentlich recht offen, was vielleicht auch noch nicht so uninteressant wäre. Also wenn es irgendwie so in Richtung O-Abende oder so geht, ich finde das vom Konzept her ganz cool. Habe aber bisher bei allem, was ich gefunden habe, einen Altersschnitt gelesen oder erfragt, der halt deutlich über uns liegt. Da bin ich dann auch nicht ganz so
wo ich mir denke, passt das überhaupt, weil ich bin halt Anfang 30 und mein Partner ist Mitte 30 und da war dann halt oft so dieses Jahr Mitte 50 ist so Altersschnitt, da fühlen wir uns dann vielleicht auch ein bisschen deplatziert, also ja, aber abgesehen davon, ob das jetzt ein toller Stammtisch ist oder eine Playparty oder sonst irgendwas, ist eigentlich recht offen. Okay, also im Prinzip eine klassische Party mit coolen Leuten. Genau. Okay, gibt es irgendwas, wo ihr sagt, ah, das wäre nochmal was Spezielles, das müsste man nochmal probieren, das haben wir bisher immer gesucht und nicht gefunden? Puh, dadurch, dass ich so spontan angerufen habe, habe ich da jetzt ehrlich gesagt so die Idee. Okay, schön, dass ich dich einmal im Leben ein bisschen aus dem Konzept bringen konnte, sehr gut. Ja, normalerweise reden wir ein bisschen vorbereitet miteinander. Ach, ich rufe jetzt mal schnell an und frage. Ja, ich mach's mal, ich kann ja mal von mir erzählen. Also ich hatte euch ja schon zu Gast, wir hatten euch zu Gast, ein ganzes langes Wochenende. Und auf der Party habt ihr man hat neben euch eine gute Figur gemacht. Das ist eine blöde Formulierung, nein, aber es war so, man hat sich gefreut, dass ihr dabei wart und dass man dann einfach da schön zusammen irgendwie auf der Party sein konnte und das einfach schön ist. Also das ist schon ein Genuss mit euch, ne? Also ihr seid nicht irgendwie lästig oder kompliziert oder sowas, sondern ganz unkomplizierte Leute, mit denen man einfach weggehen kann. So, ich glaube, jetzt habe ich die Formulierung ein bisschen gerettet. Oh, danke schön. Für die Leute, die euch jetzt gar nicht kennt, klar, die können jetzt Folgen hören, das wird alles schön verknüpft auf dem Profil, aber magst du vielleicht noch ein bisschen was über euch erzählen, so ein paar Eckdaten? Ich versuche das jetzt. Wie alt? Aus Österreich habe ich schon gesagt, aber so genau, wie alt, wer Dom, wer Sub, sowas halt. Ich bin 31 und mein Partner ist 37, ich hoffe er ist 37, oh Gott, ich bin so schlecht mit Zahlen, aber ja, so um den Dreh herum. Ja, wir sind beide aus Österreich, er ist Dom und ich bin Sub und wir sind eher so auf der lässigen Schiene unterwegs, machen aber auch andere Sachen ganz gerne und ja, was gibt es denn noch so zu erzählen? Also ich glaube auch, dass wir eigentlich so... Was noch so zu erzählen? Also du bist die einzige Person, ihr seid die einzige Person, mit denen ich eine Doppelfolge gemacht habe im Podcast. Was gibt es denn noch zu erzählen? Ja, okay, also wir machen auch ganz viel Szene- und Community-Arbeit und Workshops und organisieren Stammtische und solche Sachen. Ihr kennt euch aus. Folge 60 und 61, beide Folgen hören, dann wisst ihr alles. Nein, nicht genau. Mal die Hälfte wahrscheinlich. Wahnsinn. Ja, aber dann kriegt man einen guten Überblick drüber, was wir so machen und dass wir hoffentlich nicht ganz unsympathisch sind. Und mir ist aber eingefallen, weil du vorher gefragt hast, ob es irgendwas gibt, was uns so besonders interessiert, wo ich eigentlich immer ganz gern mal hingehen wollte, aber das sich irgendwie nie gut ergeben hat, wären so Sachen mit ein bisschen Thema oder Protokoll oder Regeln oder so. Also sowas fände ich, glaube ich, mal ganz interessant. Habe ich aber bei uns in der Nähe jetzt noch nicht so gesehen. Oh, was hätte ich denn? Was fällt mir da spontan ein? Die Sklavinnenversteigerung. Ha, gleich der Grenzfall, ne? Ja, oh. Nein, also ich finde es vom Konzept her eigentlich irrsinnig cool, aber da kommt es nicht halt total auf die Leute drauf an. Und da ist halt auch wieder ein, passt mal in den Altersschnitt rein, passt mit den Leuten zusammen, die auch dort sind. Das ist jetzt eben vielleicht nichts, wo ich sage, da geht man mal alleine hin und schaut, ob es passt, aber mit Leuten, die man eh schon kennt, die sagen, oder die einen dorthin einladen und sagen, ach, wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, dann wäre sowas schon denkbar. Okay, ja, oder es gibt ja so Veranstaltungen, ne, wo es dann den roten Teppich gibt und Subs dürfen nicht über diesen gehen und solche Sachen. Also so Regeln vom Environment, also von der Umgebung, an die man sich zu halten hat, das wäre spannend für dich, ja? Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Okay, Lena. Also da ist das, ich bin mir ganz sicher, dass da sich Kontakte ergeben und im Zweifel, das würde ich nicht auf mir sitzen lassen, wenn das nicht klappt. Also ganz ehrlich. Ich glaube auch bei deinem tollen Publikum, dass sich das schon machen lässt. Ja, also wenn ihr Lena und Partner, ich darf den Namen sagen, ne? Natürlich. Na, Stoffel, wenn ihr die beiden mal mit auf eine Party nehmen wollt, die vielleicht ein bisschen Konzept hat oder ihr veranstaltet eine und sagt, Mensch, das könnte den beiden gefallen, dann einfach mal melden und anschreiben. Und Lena, du bekommst jetzt gleich kein Passwort von mir, weil das mache ich dann mit dir hintenrum, weil du hast schon ein Profil und da wird alles verknüpft und dann kannst du alles verlinken und da nochmal alles genau reinschreiben, damit die Menschen auch wissen, wie sie dich kriegen und kontaktieren können und einladen können. Und okay, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die Lena hat auch immer nette Gastgeschenke dabei, aber mehr sage ich jetzt auch nicht. So, jetzt habe ich dich fast verpflichtet. Okay, wunderbar. Toll, dass du angerufen hast.
Und ja, danke schön. Das muss erfüllbar sein, bei meiner Ehre. So, okay. Dann, ich wünsche dir noch einen ganz tollen Abend. Schön, dass du einfach spontan mal zugehört und angerufen hast. Und ich gucke mal, wie ich heute Abend hier aus der Nummer nochmal rauskomme, denn das kann ich bestimmt noch ein Stündchen weitermachen. Mal sehen, wie lange noch Menschen zuhören. Ich muss eh auch noch ein bisschen zusammenräumen, also das passt gut. Ja, wunderbar. Alles klar. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war die Lena, und Lena und ihr Partner Stoffel suchen Menschen, die ja Events haben mit ein bisschen Protokoll in Deutschland, wo man einfach mal ja ein längeres Wochenende verbringen kann. Und wenn ihr da Tipps habt, meldet euch dort ruhig mal. So, jetzt habe ich hier noch einen Einspieler für den Fall, dass keine Verbindung zustande kommt mit der Person. Und ich beschließe jetzt, dass der Moment gekommen ist. Deshalb spiele ich euch einfach mal etwas von Kathi ein. Hallo, Herr Stix. Hier ist die Kathi aus Koblenz. Ich bin 36 Jahre alt. Ich bin zurzeit in einer Spielbeziehung. Ich lebe mich seit letztem Jahr dort erstmalig aus. Entdecke gerade meine submissive Seite und fühle mich dort sehr wohl. Ich bin devot, ich bin definitiv masochistisch. Ich habe auch einen Bratty-Anteil in mir, der aber nicht immer rauskommen muss. Ich suche auf diesem Wege einen Mann, einen dominanten Menschen, der mit mir eine romantische Beziehung führen möchte. Eine feste Beziehung mit allem, was dazu gehört. Mit Emotionen, mit Liebe, mit Alltag, mit Dingen miteinander teilen. Ja, das volle Programm. Was mache ich neben BDSM? Neben BDSM spiele ich zum Beispiel Theater. Ich bin kulturinteressiert. Ich liebe Musik, gehe gerne auf Festivals, Konzerte. Ich bin tierlieb, ich liebe es, in die Natur rauszugehen und wandern zu gehen. Und ich bin sowieso sehr begeisterungsfähig und lasse mich auch gerne mit neuen Dingen anstecken und mitreißen. Ja, ich wünsche mir einen Mann an meiner Seite, der im ähnlichen Alter ist wie ich, der ebenso die Leidenschaft und BDSM mit mir teilt. Und ich hoffe, dass wir vielleicht auch ein paar Interessen miteinander teilen außerhalb von BDSM. Und genau, habe gedacht, ich versuche es einfach mal über diesen Weg, vielleicht einen Partner zu finden. Vielleicht habe ich Glück. Ich danke dir, dass es dieses Angebot gibt und dass es das Schmerzblatt gibt und dass es dich gibt. Und danke dir für den Podcast, deinen Input, den Input der Community, und ist toll. Ja, liebe Kathi, ich danke dir, dass du mitgemacht hast und mir diese wunderbare Nachricht geschickt hast. Und auch sie findet ihr natürlich jetzt in den Shownotes und unter dem Chat und könnt sie gerne anschreiben. Und ja, dann gucken wir mal, was passiert. Ich glaube, eine letzte Person kann noch, und dann müssen wir mal überlegen, es ist schon so spät, ob wir dann einfach sowas, so Dinge wie Schätzfrage einfach heute auslassen. Ich bin gespannt. Und jetzt klingelt's. Hallo. So, du bist zu hören. Hallo, Stormwind. Guten Abend. Die Frage ist, nach wem oder was suchst du? Also, ich suche nach ganz vielen. Oh Gott. Ich bin so ein bisschen so, wie heißt es, Jack of all trades, Master of none oder sowas. Ich bin 39 aus Berlin und suche auch Menschen im Berliner Raum zusätzlich zu der schon besonders tollen KDU-Community, die sich hier gebildet hat. Ich bin Switch und damit meine ich so auf allen Seiten irgendwie interessiert und finde alle Sachen ganz schön toll.
Und ja, irgendwie Spielpartnerschaften wäre schön. Beziehungen würde ich gar nicht ausschließen wollen. Man kann sich ja nicht immer alles aussuchen, was man für Menschen begegnet. Aber wenn sie dann da sind, dann weiß man ziemlich schnell, was dann so geht und was nicht. Und ansonsten könnte ich mir auch noch vorstellen, was ich schon lange auf dem Schirm habe, sowas irgendwie BDSM-ige Fotografie machen. Weiß nicht, so Outdoor-Bondage am See mit irgendwie Hänge-Bondage überm Wasser und coolen Bildern davon oder irgendwie schicke Outfit-Fotos im Wald oder sowas. Würde ich schon länger gerne mal machen, in mehr oder weniger allen Rollen. Als Fotograf, als Rigger, als Helfer, wie auch immer. Und ich denke mir so, das kann ja nicht sein, dass ich da der Einzige bin, der auf sowas Lust hätte. Und es ist relativ schwierig reinzukommen in solche Geschichten, habe ich festgestellt. In Gesprächen mit anderen Menschen, die sich halt so mit Fotografie und Modeling beschäftigen. Und man muss halt irgendwie erstmal einen Fuß in die Tür kriegen und irgendwie erstmal sozusagen irgendwas vorweisen, um zu zeigen, was man so macht und kann und so. Und vielleicht haben andere Leute auch das Problem. Das wäre auf jeden Fall auch noch eine Grundlage. Ja. Ja, also da könnte aber auch breites Spektrum. Da könnte aber auch eine Person sagen, ach komm, hier, den nehme ich mal mit und dann gucken wir einfach mal und dann kann man dir vielleicht auch da noch was beibringen oder bist du da schon Profi? Na, Profi auf keinen Fall. Also ich habe eine eigene Kamera und ein bisschen Equipment und mich ein bisschen mit Licht und sowas beschäftigt. Also so ein bisschen Hintergrundwissen schon, aber ich habe halt jetzt nicht die Riesenübung und das Riesenportfolio irgendwie vorzuweisen, deswegen. Ja gut, aber von daher würde ich mich da schon eher als Anfänger betrachten. Ja, ich kenne das ja selbst. Man muss die Tür erstmal finden und dann steht man noch davor und will ja auch nicht zu dreist sein, ne? Und dann ist das schon ganz gut, wenn man, ich sag mal, wenn die Tür aufgeht und jemand einen hereinlässt, ne? Und, ja, man will ja anständig sein. Ja, so, jetzt suchst du aber auch im Prinzip eine Spielpartnerin. Was ist denn so dein Kink? Wo sagst du, Mensch, das kannst du anbieten, das ist gut oder auch was Besonderes? Kannst du da ein bisschen was erzählen? Also, wie gesagt, vielfältig. Ich habe echt schon eine Menge spaßige Sachen erlebt und ausprobiert. Was ich am längsten mache, ist Seilbondage. Und ja, ich würde sagen, schon so seit über 10 Jahren oder sowas. Und ansonsten habe ich super viel Spaß daran, auszuprobieren, so was so die gegenseitige Reaktion so hergibt, so Atemkontrolle ist spannend, ja, Orgasmuskontrolle ist spannend, was ist denn nicht spannend, frage ich mal so rum. Was ist langweilig? Ja, muss ich noch rausfinden. Okay. Tatsächlich habe ich ziemlich wenig Sachen gefunden bisher, die ich langweilig fand. Also höchstens wirklich im eigentlichen Sinne so, ne, dieses Boredom Play, wie ich gelernt habe. Also so in die Ecke stellen und zur Strafe warten. Oder irgendwie still und ruhig irgendwo in der Ecke knien und warten, bis dann die Top-Person irgendwie sich dazu herabmüht, dann sich mit der Sub-Person zu beschäftigen. Das ist sowas, wo ich mir denke, so, das muss jetzt nicht sein. Da kann man doch eigentlich währenddessen interessantere Dinge tun. Ja, also diese ungeteilte Aufmerksamkeit, das ist schon so ein Kink, der für dich bedient werden sollte. Ja, und ich habe halt festgestellt, Körperkontakt ist schon eine recht wichtige Geschichte. So, also ich habe bisher noch am wenigsten Zugang zu so DS-igen, regelbasierten Strafpunkte-Geschichten gefunden. Das ist irgendwie, habe ich schon mal ausprobiert gehabt in einer Beziehung, aber das war irgendwie so, es hat nicht so richtig funktioniert. Das ist halt auch immer eine Sache, das ist auch eine Verantwortung von beiden. Also von daher, super ausschließen kann ich es nicht, aber es ist halt so das Spektrum so. Ja, man muss ja auch einfach ein bisschen ausprobieren, Erfahrungen sammeln und offenbar möchtest du auch neue sammeln. Ne? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, BDSM ist für dich eine Reise und jetzt suchst du Menschen, mit denen du neue Länder entdecken kannst. Genau. Ein bisschen kann ich da auch schon Fremdenführer spielen, habe ich auch tatsächlich schon gemacht. Also ich habe auch
durchaus ein paar Menschen so ihre erste Bondage-Erfahrung oder ihre erste Suspension-Erfahrung bereiten dürfen. Und das ist mal sehr schön mit dem seligen Grinsen hinterher und dem gemeinsamen Runterkommen. Und habe damit, glaube ich, einigen Menschen eine Freude machen können. Und bin dadurch auch durchaus dazu bereit, das weiter zu tun. Und sicherlich kann ich aber genauso von anderen Menschen was lernen und lass mich auch gerne selber auf Reisen mitnehmen. Ja, jetzt spielen wir nochmal zum Abschluss. Ich mache es heute jetzt ein bisschen kürzer, weil es schon so spät ist. Aber wir machen noch das schöne Spiel. Die Uhr, sie tickt. Back dir dein Gegenüber. Also wenn du dir was aussuchen könntest und ich habe hier meine Knetmasse und kann dir deine Spielpartnerin quasi zusammenbauen, was sollte ich tun? Ui. Ja. Das ist natürlich gemein, wenn ich jetzt ankomme mit so von wegen, ich finde alles toll. Welches Detail könntest du denn, worauf springst du besonders an? Man hat ja manchmal so eine Vorliebe. Ich habe festgestellt, so rotblonde, rote Haare sind so ein bisschen mein Kryptonit. Das ist irgendwie sowas, wo ich festgestellt habe, rote Haare reigen irgendwie immer erstmal so meine Aufmerksamkeit. Hat überhaupt nichts mit King zu tun, ist einfach was ich festgestellt habe, das zieht irgendwie immer. Wir sind ja jetzt bei Wünsch dir was. Ansonsten so, ja, irgendwie auch so, so in der Richtung von meiner Körpergröße. Bist du sehr groß, oder? Naja, 1,83 Meter ist jetzt nicht super groß, aber... Ja. Genau, und ich glaube so, ich bin so ein bisschen auch Rampensau-mäßig, also auch auf Playpartys auch schon ganz gerne mal so mittendrin im Getümmel. Und habe festgestellt, das macht auch ganz schön Spaß. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Sache, wenn da die Spielpartnerin auch Bock drauf hat. Ansonsten, was noch so ein bisschen Faible ist, ist bei mir so Lackleder, Latex, glänzende Klamotten, so ein bisschen Fetisch-Outfit. Jetzt nicht so dem super krassen Heavy-Rubber-Style, was es halt auch gibt, aber schon so ein bisschen so, es gibt doch sehr schicke, so fashionartige Stile, wo ich auch sage, schon nett. Okay, also schöne Menschen in schönen Umgebungen, rote Haare sind das i-Tüpfelchen, aber im Grunde, man muss Spaß miteinander haben können. Und auch eine Person, genau, die gerne auch mit dir gesehen wird. So kann man es sagen. Okay, Stormwind, ich drücke die Daumen, natürlich. Und es war ja Berlin, richtig? Genau. Ja, also das ist ja, da gibt es ja ein paar Menschen. Und wenn das jetzt hier eine Person hört, dann kann sie dich hier anklicken. Ich sehe deinen Namen hier schon in meiner Liste. Und du kriegst von mir gleich noch eine Nachricht. Offenbar kann man dich zwar anschreiben, aber du kannst es noch nicht sehen. Das werden wir gleich noch lösen. Und ich drücke einfach die Daumen, dass dich vielleicht eine Person anschreibt. Oder dass jemand auf dich aufmerksam wird, weil du hier mitgemacht hast. Das kann ja auch passieren. Und wenn es geklappt hat, sag Bescheid. Genau. Ja. Und final kann ich natürlich auch auf die KDU-Bubble hier in Berlin gerne den Anknüpfungspunkt machen. Wir haben ja hier mehr oder weniger regelmäßig so ein kleines KDU-Stammtischtreffen. Und da haben sich auch schon etliche Leute dazu gefunden und es werden Stück für Stück immer mehr. Also von daher auch das gerne. Okay, ich muss unbedingt mal wieder nach Berlin, habe ich das Gefühl. Ich muss mir das mal angucken. Das ist für mich ein bisschen unwirklich. Ich sage Bescheid. Und wie gesagt, du sag Bescheid, wenn du auf diesem Weg hier Erfolg hattest. Und ich wünsche dir einen wunderbaren Abend. Mach's gut. Danke ebenso. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war Stormwind. Und also wenn ihr auf einer Party mal so richtig die Sau rauslassen wollt, dann macht das bitte mit Stormwind in Berlin. So, und jetzt noch eine letzte Person. Und ich kann auch schon sagen, welche, nämlich die Jana. Für die poste ich auch nochmal die Nummer in den Chat. Und ich habe auch ein Identifikationsmerkmal bekommen, dass ich auch wirklich diesen Anruf annehme. Also ruft jetzt niemand anderes außer Jana an. Und das ist die Nummer 05101-9118952. Und ich bin sehr gespannt, ob das jetzt klappt oder ob das nicht klappt. Wir werden sehen. Ich bin... äußerst gespannt. So, und diese ganzen anderen Sachen, die ich heute auf meinem Zettel habe, die werde ich alle, und zwar wirklich alle, heute einfach mal auslassen. Also wir werden heute keine Schätzfrage machen. Die UnterstützerInnen werde ich auch nicht mehr heute nennen, weil es einfach so spät ist und dann muss das einfach in 2 Wochen passieren. Ich kann euch noch bis
Jana hier anruft. Vielleicht funktioniert auch einfach irgendwas nicht. Ah, jetzt klingelt das Telefon. Sehr gut. Alles klar. Ah, perfekt. Ich gehe einfach mal ran. Hallo, Sebastian hier. Ich weiß schon, mit wem ich spreche. Hallo, Jana. Hallo. Ich bin jetzt gerade richtig aufgeregt, weil das so große Kreise gezogen hat. Ganz entspannt. Erstmal muss ich fragen, Jana oder Jana? Wie spreche ich Jana, dich? Jana, bitte. Oh Gott, ich habe dich dreimal falsch ausgesprochen. Dann wird das jetzt so sein. Dann ist das okay. Hallo, Jana. Hallo. So, du hast verzweifelt heute Abend hier schon angerufen und jetzt haben wir das über den kurzen Dienstweg im Chat gelöst, dass du hier ganz sicher durchkommst. Du bist heute auch meine letzte Gästin. Jetzt haben bestimmt ganz viele ganz hohe Erwartungen an mich und ich hoffe nur, dass das Babyfon mir gleich nicht in die Quere kommt hier. Alles gut, wenn das in die Quere kommt, dann ist es halt so, dann holen wir das nach. Wir kriegen das schon hin. Gut, aber bevor uns das stören sollte, das Babyfon, frage ich mal direkt, du suchst jemand? Ja, also mein Mann und ich, mein Mann ist der Herr des Hauses, der musste jetzt schon ins Bett. Ich habe jetzt alleine weiter gekämpft für uns. Wir suchen kinky Freunde, um ehrlich zu sein. Wir haben Freunde, so ist das nicht, aber die sind anders als wir. Und wir suchen Freunde, mit denen man normale Sachen machen kann, ohne dass man die ganze Zeit so tun muss, als wäre man normal. Okay, das klingt absolut vernünftig und erstrebenswert. Okay, dann frage ich mal so ein paar Sachen ab. Erstmal wichtig, welche Region, weil wenn Freunde 1000 Kilometer weit weg wohnen, dann ist das auch immer schwierig. Genau, also wir wohnen in Herne, so in der Nähe von Bochum. Ich weiß nicht, ob man Herne kennt. Ja, ich glaube, von den Staumeldungen kenne ich das. Ja, genau, das sind meistens wir. Also ich fahre nicht gern Auto und wenn es einen Stau gibt, dann bin ich wahrscheinlich vorne. Sehr gut. Okay. Genau, wir haben das Problem, dass wir nicht so wirklich zu Stammtischen gehen können, dadurch, dass das Babyfon so weit nicht reicht. Wir haben gelegentlich mal Babysitter, aber nicht so, dass man regelmäßig zu einem Stammtisch gehen könnte. Und da wir nicht noch die nächsten 18 Jahre warten möchten, will ich gerne auf anderem Wege Freunde kennenlernen, Leute kennenlernen, die Lust haben, sich auszutauschen, Spieleabende zu machen und dabei auch über Kinky-Themen zu sprechen oder zu kochen oder mal was trinken zu gehen und gelegentlich dann vielleicht auch mal zu einer Party zu gehen. Hm. Ja, also kann ich total nachvollziehen. Es gibt auch wirklich so ein Szene-Gap, sage ich mal, wenn die Menschen dann im Alter sind und Kinder kriegen, dann ist es mal ein bisschen schwer, weil eben man kann nicht immer raus. Aber was ja nicht heißt, dass man nicht kinky Menschen treffen kann. Man muss ja nicht immer gleich spielen, sondern man kann ja auch einfach mal dieses ganz Normale haben. Ich weiß nicht bei euch, ob da irgendwie Halsbänder getragen werden oder so, wo man sich nicht verstellen muss. Das wäre auf jeden Fall schön. Genau, das wäre auf jeden Fall schön. Ich glaube, unsere Freunde würden sehr irritiert. Guck mal, obwohl die sind einiges gewohnt von uns. Ich möchte da auch unsere Freunde ein bisschen entlasten. Ja. Und Freunde suchen, für die das nicht so bizarr ist. Ja, ich kann mal verraten, ich war mal, das ist ewig, hier auf einem Geburtstag eingeladen und da war dann auch der ganze Freundeskreis dort und na, sagen wir mal, 80% der Leute waren kinky. Ja. Und auch der Nachwuchs im pubertierenden Alter der Gastgeber war auch da und das war alles ganz harmonisch, aber es war irgendwie entspannt dadurch, dass man wusste, okay, alle können irgendwie damit halbwegs umgehen und keiner benimmt sich irgendwie explizit daneben oder so. Es war einfach ein netter Geburtstag mit irgendwie 30 Leuten und man kannte sich halt so ein bisschen aus der Kinky-Szene, es war total zwanglos und schön. Und ich finde, das passt gut zusammen, einfach dann auch zu sagen, okay, man umgibt sich in der, ich nenne es jetzt mal Freizeit mit kinky Menschen, ohne dass man gleich kinky Sachen machen muss. Genau. So. Und ja, kann ich total nachvollziehen, ist ein edler Wunsch, sage ich mal, jetzt nicht da irgendwie 18 Jahre warten zu wollen. Genau, also ne, das eine schließt das andere ja nicht aus, wenn man sich dann besser kennenlernt und auch gemeinsam irgendwie auf Partys geht oder so, die dann mal stattfinden, dann weiß ich ja nicht. Aber im ersten Moment geht es erstmal darum, dass man Gleichgesinnte hat. Ja, okay, jetzt mal ein bisschen zu euch. Also wenn man euch jetzt auf der Straße begegnen würde, was würde man denn sehen? Ja, da sieht man einen 1,90 Meter großen 32-jährigen Mann und eine 1,50 Meter kleine 31-jährige Frau. Genau, er hat die Hosen an in der Regel und ich bin die Sub. Obwohl, wenn man uns so sieht, ich glaube, die meisten schätzen das andersrum ein, da ich sehr extrovertiert bin. Ist aber nicht andersrum.
Ja, was habt ihr so für Hobbys abseits, also wenn es jetzt nicht BDSM-ig ist? Ja, wir spielen Bierpong, also ich jetzt nicht mehr so viel, aber nicht so zum Betrunkenwerden, sondern wirklich, also das ist wie Dart. Also es gibt auch einige, die das sehr ernst nehmen und es gibt dann wirklich auch Weltmeisterschaften und sonstige Sachen. Sowas machen wir gern. Ich glaube, wir sind im Kopf sehr jung geblieben. Okay. Also genau, solche Sachen machen. Wir machen ganz gerne Spieleabende und ja, wir sind da eigentlich für alles zu begeistern. Wir freuen uns, wenn wir mal Ausgang haben, weil wir mal einen Babysitter haben. Wir genießen auch das Elterndasein wunderbar, also wenn die anderen auch Eltern sind, ist das auch schön. Wenn nicht, ist es schön, weil man uns dann vielleicht mal eher besuchen kann, weil genau allzu oft haben wir die Möglichkeit dann doch nicht, zumindest nicht beide gleichzeitig wegzugehen. Das ist ja auch doof, wenn dann immer nur der eine mitgeht. Okay, jetzt ein umgekehrter Weg. Jetzt habe ich gefragt, wie man dich auf der Straße sieht. Wenn ihr jetzt aber dann doch mal auf einer Party seid, was sehe ich denn da? Seid ihr so ganz ein extrovertiertes Paar oder zieht ihr euch eher in so ein Spielzimmer zurück? Generell würde ich uns eher als extrovertiert bezeichnen, aber erst, wenn wir uns wohlfühlen. Wir hatten erst bei einer Gelegenheit, auf eine Party zu gehen. Das war unsere erste. Da waren wir natürlich noch sehr schüchtern und am Rande. Wir sind dann auch, haben uns durch die Gruppen mal gemischt, aber haben nicht mit anderen wirklich interagiert. Das war eher mal so zum Gucken. Ja, ansonsten, wir haben mal so einen Kurs besucht. Da haben wir uns dann wohler gefühlt. Das war eine kleinere Runde, da waren wir dann noch extrovertierter. Genau, und dann kamen die wunderbaren Kinder dazwischen, dann war erstmal vorbei. Ja, ach, das ist aber so eine Phase, also ich kann das total nachvollziehen, weil wenn man nicht so oft kann, ne, dann muss ja auch die Party oder das Event, das muss dann schon gut sein und sich lohnen, damit man eben in einen Babysitter investiert. Ne? Und wenn man natürlich dann weiß, man geht mit Freunden schon mal hin, mit dem man auch sonst so gut klarkommt, dann ist auch die Bereitschaft dazu, das auch freizuräumen, ein bisschen höher, denke ich einfach. Ne? Und im Zweifel kann man ja auch die ganzen Kinder zusammenschmeißen von zwei Familien und einen Babysitter, sich den dann teilen, wenn die sich vielleicht noch verstehen. Aber da gibt es ja Möglichkeiten. Ne? Genau, das wäre auch eine Möglichkeit. Ich finde es auch angenehmer vor, Menschen zu spielen und zu interagieren, die man kennt. Also ich habe festgestellt, auf der Party, wenn ich da keinen kenne, ist mir das auch eigentlich alles total egal. Dann ich finde es sehr viel eindrucksvoller, wenn man die anderen kennt und sonst auch auf Augenhöhe kennt, wenn man dann auf einmal vielleicht doch auf dem Boden sitzen muss. Ja, definitiv. Und ja, das sind ja auch so Kleinigkeiten, die gehen ja auch immer. Okay, also ihr sucht, ich sag mal, Freunde für kinky Sachen und nicht kinky Sachen, mit denen man einfach gelegentlich auch mal Kontakt hält und sich trifft und im Zweifel einfach mal im Garten sitzt bei einem Bier und den Grill anwirft. Und sich über die letzte Session zu Hause unterhält, wo man sich einfach ein bisschen austauschen kann. Ja, ganz genau. Humorvoll und offen. Das wäre schön. Okay, ich tue mein Bestes, indem ich diesen Podcast so weit verbreite wie irgendwie möglich und hoffe, dass sich da Menschen bei euch melden. Dankeschön. Auch du wirst dir gleich ein wunderbares Passwort von mir bekommen, damit man euch anschreiben kann. Und sagst du mir nochmal, die Region Herne war das, ne? Ganz genau. Das ist, wie mobil seid ihr? Eher 100 Kilometer, eher 500? Nee, also wir müssen ja immer, dadurch, dass wir Kinder haben, irgendwie in Reichweite sein. Ne? Also selbst wenn wir einen Babysitter haben, wenn wir dann irgendwie 3 Stunden brauchen, bis wir irgendwo sind, dann ist ja schon die Zeit wieder fast rum, die man so hat. Also wäre schon in der Nähe ganz gut. Hier gibt es ja zum Glück auch Großstädte, so Bochum, Dortmund, Essen. Das ist ja alles hier in der Nähe. Ja, okay. So, liebes Publikum, wenn ihr Menschen sucht, mit denen ihr euch einfach mal austauschen könnt, mit wo man einfach mal auf selber Wellenlänge sein kann, dann bei Jana melden. Jana melden, mit dem langen A. Entschuldigung. Und dann hoffe ich, dass das gelingt und dass wir dann einfach auch in der nicht-kinky-Zeit, wenn einfach elterliche Pflichten da sind, trotzdem einfach Menschen um euch habt, wo man zumindest so diese, im Zweifel diese stille Übereinkunft hat, ja, wir wissen, wie es läuft und wir haben das genauso und dann, wenn man nicht alleine ist, dann macht es die Sache auch viel einfacher und dann gehen die 18 Jahre, die ihr noch das Babyfon hoffentlich nicht braucht, ganz schnell rum, glaube ich. Ja, das denke ich auch. Okay, Jana, dann wünsche ich dir einen wunderbaren Abend. Du bleibst gleich noch ganz kurz dran und dann werde ich die Sendung gleich beenden. Aber das ist der perfekte Abschluss. Freunde finden, das ist ein ganz hehres Ziel, sage ich mal. Okay. Vielen Dank auch nochmal an den lieben Chat. Sie haben mich ja wirklich
in die Leitung geschleudert. Ja, haben sie gemacht, haben sie sehr gut gemacht, sodass sogar ich es gesehen habe. Hervorragend. Ich sage, das beste Publikum der Welt. Das kann ich ohne irgendeinen Sarkasmus sagen. Es ist großartig. Okay, alles klar. Danke. Dann hab einen schönen Abend. Mach's gut. Tschüss. Danke gleichfalls. Tschüss. So, ihr Lieben, das war Jana. Und das Podcast, so wie will, gerade abhauen. Nein, das will nämlich ins Bett. Da gehört es auch hin. Du kannst gleich ins Bett gehen. Aber erstmal muss ich hier noch dich ein bisschen hier peinlich berühren. Du hast dir das mit dem Schmerzblatt nämlich ausgedacht. Und das hast du dir sehr, sehr gut ausgedacht. Und das funktioniert offenbar. Hast du toll gemacht. Also, liebes Publikum, das Podcast-Subi hat heute Abend hier richtig geschwitzt. Das muss die Leute mal suchen. Haben die schon mal mitgemacht? Wenn ja, find das Profil, verknüpf das. So denkt ihr ein lustiges Passwort aus. Sowas wie, was weiß ich, Klabauterbuchstabe oder sowas. Nein, du hast viel schönere Worte gefunden. Und das hast du ganz toll gemacht. Und jetzt darfst du abhauen. Ich komme demnächst zu dir. Und sie hat mir sogar noch ein Getränk gebracht. Ha. So, ihr Lieben, das musste noch sein, ich konnte sie ja nicht einfach gehen lassen. Es ist jetzt kurz vor 23 Uhr, Wahnsinn. Und alles, was auf meinem Zettel steht, muss bis zum nächsten Mal warten. Und für heute reicht es dann noch. Ich hätte euch gerne das neue Podcast-Logo gezeigt, was ja das alte ersetzen wird, was sich immer so liebevoll Frau Unterseil nennt. Vielleicht rede ich ja mit dem Tonmeister in der Post schon noch ein bisschen darüber. Aber der offizielle Teil ist hiermit erstmal beendet. Ich werde die Sendung hoffentlich nicht erst Montag veröffentlichen können. Ich werde sehen, das wird ein bisschen Nachbearbeitung erfordern. Also spätestens am, schauen wir nochmal in den Kalender, am 6. erscheint diese Folge. Und alle Menschen, die sie jetzt nachgehört haben, ihr klickt einfach in den Shownotes die Menschen an, die ihr da findet, oder ihr guckt auf der Webseite nach dieser Folge und dann könnt ihr die Menschen direkt anschreiben. Ich habe mein technisch Möglichstes dazu beigetragen, dass das funktioniert, und ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Menschen, die den Mut besessen haben, zu sagen, okay, ich rufe da an, da hören auch Leute zu, und erzählt einfach mal, was und wen ich suche. Dafür muss es auch eine Gelegenheit geben, und wir werden das Schmerzblatt ganz sicher wiederholen. Ich denke mal, in so einem halben Jahr ist ein guter Moment dafür, und hoffentlich kann ich dann auch wie beim letzten Mal von Erfolgen berichten. Wobei, ganz ehrlich, das muss hier nicht direkt funktionieren. Das ist ja keine Garantie, dass jetzt hier Menschen zusammenkommen und sich verlieben. Aber manchmal kommt man ins Gespräch und lernt irgendwie, was weiß ich, statt der Herren lernt man einen Freundeskreis kennen, und da wiederum ist ein ganz anderer Mensch, und dann bringt das Schicksal Menschen irgendwie einfach zusammen, womit man vorher auf gar keinen Fall gerechnet hätte. Und die Chancen dafür haben wir hier hoffentlich für alle Gäste ein bisschen erhöht. Okay, boah, jetzt bin ich fertig. Das war echt spannend, wie viele Gäste waren denn das? Ich guck mal. Ach, ich kann sie ja alle mal vorlesen. Also, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Jana, bei Katsumoto, Dominik, Golgi Guflo, Marcel Odim, Tenderdom, Jakobs, Bike Spiegel, Robert, Kati, Runa, Secretly, Stormwind, Alex und Yara. Beim Tonmeister bedanke ich mich erst gleich, der steht trotzdem in der Liste. Ich bedanke mich bei Shavat, Camilla 13 und Lena. Toll, dass ihr das heute Abend möglich gemacht habt. Es ist absolut großartig, und ja, mehr kann ich heute gar nicht mehr sagen. Wahnsinn, ich bin wie euphorisiert. Und also, wenn ich das Podcast so wenig hätte, ne, dann hätte ich jetzt vielleicht doch Bock, hier anzurufen. Aber das sind ja Dinge, über die muss ich gar nicht nachdenken, zum Glück. Und damit ihr auch so ein Podcast-Subi findet, das richtige Podcast-Subi für euch, drücke ich euch die Daumen. Und jetzt rede ich nur noch Quatsch. Also macht's gut. Tschüss. I just started to learn and feeling my way through the dark. I can handle the most, but I'm a slave to your heart.